Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung. Mein Name ist Melanie Malczok und ich darf Sie im Namen des Netzwerks Kritische Kommunikationswissenschaft zu dieser Veranstaltung begrüßen. Wir sind ein Netzwerk von Kommunikations- und Medienwissenschaftlerinnen, aber mittlerweile auch von Politikwissenschaftlerinnen, Ökonominnen und Soziologinnen, die einen anderen Blick auf Forschung und Lehre werfen wollen. Diese Veranstaltung heute ist für sich genommen schon etwas Besonderes. Für uns ist sie zugleich aber Bestandteil unserer Jahrestagung Transformation der Medien, Medien der Transformation. Und ganz im Sinne der Transformation haben wir mit Leipzig einen Ort genau gravierender Transformationsprozesse ausgewählt. Transformation für die ehemalige DDR und die Bundesrepublik, aber auch für die Kommunikationswissenschaft. Und die soll für uns in den nächsten Tagen noch weiter im Mittelpunkt stehen, noch mehr als sie sonst tut. Und unsere Tagung führen wir dieses Jahr gemeinsam mit dem IFKW der Universität Leipzig durch. Siegfried Lukatis hat die Schirmherrschaft in diesem Jahr übernommen und er möchte natürlich auch Grußworte an Sie richten. Insofern begrüßen wir gemeinsam sehr herzlich Siegfried Lukatis. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe mir schon immer gewünscht, einmal in meinem Leben ein Grußwort sprechen zu dürfen und habe mich deshalb in die Rolle als Schirmherr bei Krikowi eingeschlichen und in diese Konferenz und will jetzt erstmal meine Pflicht absolvieren. Also ich begrüße Sie. Ich bin am Institut für KMW der Professor für Buchwissenschaft, was insofern in doppelter Weise ungewöhnlich ist, als wir die einzige Buchwissenschaft sind, die in der Kommunikationswissenschaft angesiedelt sind. Und ich glaube, es auch nirgendwo irgendwo eine andere Kommunikationswissenschaft gibt mit einer Buchwissenschaft, sodass es eigentlich ein Wunder ist, dass es uns hier gibt. Und man mag meinen, meine einzige Qualifikation wäre, dass ich der derzeit älteste diensttuende Professor am Institut für KMW wäre. Es gibt aber in der Tat eine Zusatzqualifikation, und zwar in der Zeit, als ich gekommen bin, habe ich mich immer gefragt, warum ich mit meinen Büchern und mit meinen Zensurthemen, es liegt an diesem Buch. Das ist ein Buch, das haben wir 1999 in Potsdam gemacht, das heißt zwischen Mosaik und Einheit, Zeitschriften in der DDR. Ich habe das damals mit meiner Kollegin Simone Bark gemacht. Wir waren ein Ost-West durchmischtes Team. Ich muss an dieser Stelle zugeben, dass ich mit dem Makel der westdeutschen Geburt behaftet war und immer noch bin. Und wir funktionierten aber ganz gut als Team. Dieses dicke Buch hätte es niemals gegeben, wenn ich nicht als Westler völlig ahnungslos gewesen wäre, dass es so viele Zeitschriften in der DDR gab. Meine Kollegin Simone Bark hat mich immer nur wie einen Irren angeguckt, dass ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, ein Buch über alle Zeitschriften der DDR zu machen, und dann war es aber irgendwann fertig. Als Resultat ist es viel zu dick geworden, würde ich heute unbedingt vermeiden, den Fehler. Es wiegt genau 1,50 Kilo. Deshalb konnte es auch nie nachgedruckt werden und es gab niemals eine zweite Auflage, weil das einfach mit der Post nicht mehr anständig zu versenden ist. Und ein echtes Relikt. Und ich glaube, wegen dieses Buches kannten mich die Kollegen ein bisschen von der KMW und wussten, dass wir nicht immer nur was mit Büchern, sondern auch manchmal ganz vernünftige Sachen machen. Es ging ja um die Zensur. Eigentlich arbeite ich über die Zensur der Hauptverwaltung, Verlage und Buchhandel, im Buchwesen, in der Literatur. Von da stieß man dann auch das Thema, wie hat man eigentlich die Zeitschriften kontrolliert und gemacht. Und ich möchte zwei Dinge jetzt nur noch ganz kurz bemerken. Die Erfahrung, die wir immer gemacht haben, mit der wir sehr gut gelebt haben, ist, man muss einfach die Leute aus Ost und West zusammenbringen. Man muss die Wissenschaftler aus möglichst vielen Disziplinen, die verschiedene Blicke auf die Dinge haben, zusammentun und muss darüber ins Gespräch kommen, ohne diese großen Vorurteile. Ich selber hatte damals natürlich so Wörter gehört, dass es das Rote Kloster gegeben haben soll, diese Bücher, die man damals las, diese Diskurse, die es damals gab. Und ich war schwer
beeindruckt, das, was mich am meisten beeindruckt hat bei diesem dicken Band über Zeitschriften in die DDR, waren die Geschichten, die die Kollegen erzählten aus den Zeitungen. Ich weiß noch, ich glaube, das war die Zeitschrift Horizont, wie begeistert die 1989 waren, auf einmal endlich das schreiben zu können und schreiben zu dürfen, was sie immer schreiben wollten. Und wie die eine, man muss schon beinahe sagen, anarchische Pressefreiheit ein halbes Jahr lang 1990 hindurch durchgezogen haben und auf eine Weise Öffentlichkeit hergestellt haben, wie, kann man heute glaube ich sagen, es die auch in Westdeutschland nicht so leicht gegeben hat. Und danach gleicht dann natürlich diese Bitternis der Abwicklung aus ökonomischen Gründen, die Konzentrationsprozesse und so weiter. Aber da ist tatsächlich mal eine Zeitphase aufgeblitzt, die es, glaube ich, unendlich wert ist, die wieder zu beleben, daran zu erinnern, was damals möglich war, welche Hoffnungen waren, das als eine offene Situation zu kennzeichnen und nicht so sehr als so eine Vorstufe von dem, was gekommen ist, sondern da waren noch ganz andere Hoffnungen mit verbunden. Und ich denke, dass heute die Gespräche sehr viel dazu beitragen werden, darüber mehr zu erfahren. Vielen Dank. Fiel schon der Begriff das rote Kloster, doch vielleicht ist dieser nicht allen geläufig. Damit ist die Sektion Journalistik der Karl-Marx-Universität gemeint, wie die Universität Leipzig zu dieser Zeit noch hieß. Und nach dem Mauerfall wurde das Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft neu gegründet. Die marxistisch-leninistische Journalistenausbildung wurde im Zuge dieses Transformationsprozesses durch Studiengänge nach bundesdeutschem Vorbild ersetzt. Doch wie genau lief dieser Prozess vor 30 Jahren eigentlich ab? Heute wollen wir hier einen Raum schaffen, in dem genau diese persönlichen Erfahrungen und Schilderungen Platz haben sollen. Und wir werden diese Perspektiven auf dem Podium unbedingt mit Ihren Perspektiven aus dem Publikum anreichern. Verstehen Sie sich also bitte nicht nur als passives Publikum, denn wir werden spätestens 20.15 Uhr die Diskussion auch in Ihre Richtung hin öffnen. Zuvor möchten wir aber doch unsere Protagonisten, die gleich auf dem Podium sind, zu Wort kommen lassen und erst einmal kennenlernen. Begrüßen Sie mit mir bitte Heike Schüler, Redakteurin des RBB in Berlin und Journalistikstudentin an der Universität Leipzig von 89 bis 95. Wir begrüßen Michael Haller, von 1993 bis 2010 Professor für Journalistik an der Universität Leipzig. Wir haben so ein kleines Labyrinth als Test aufgebaut und damit die Menschen auch mehr Zeit haben, sie zu begutachten. Wir begrüßen Horst Pöttger, emeritierter Professor für Journalistik an der TU Dortmund und von 1992 bis 1995 Gastprofessor in Leipzig. Als weiteren Gast haben wir Hans Pörschke, von 1983 bis 1990 Professor für Journalistik an der Karl-Marx-Universität Leipzig. Ablegen. Sehr gut. Er war in den Wendemonaten Direktor der Sektion Journalistik und ab 1992 im Vorruhestand. Und mit einer weiteren Einordnung und Schilderung beginnen wir jetzt. Herr Pörschke, das Podium gehört Ihnen. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich hier sein kann und dass
nach nicht ganz kurzer Zeit auf einmal das Erinnerungsvermögen einsetzt und wir uns mit Dingen beschäftigen, von denen viele lange glaubten, na endlich haben wir sie hinter uns. Ich werde vermutlich den Bedarf an Anekdoten persönlicher Erinnerung nicht ganz befriedigen können, weil ich mir das ein bisschen anders gedacht habe. Aber ich kann Sie nur bitten, Geduld zu haben und mir zuzuhören. Der Abriss der Leipziger Journalistik begann schon kurz nach dem Mauerfall, in den Tagen demokratischen Aufbruchs am Ende der DDR. Wir wollten eine grundlegende Neugestaltung der Sektion. Eine neue Leitung wurde gewählt, mit Veränderungen in der Lehre wurde begonnen. Zwei Arbeitsgruppen, eine aus Hochschullehrern, eine aus Studenten und wissenschaftlichen Assistenten, erarbeiteten Entwürfe eines neuen Studienprogramms, Studienkonzepts. Es gab zum guten Teil auf Initiative der Studenten ein umfangreiches Programm von Gastvorlesungen, Seminaren und Übungen von Kollegen aus dem Westen. Die Zeitschrift der Sektion wurde erneuert. Ende Mai 1999 luden wir Gäste aus fast allen Instituten der Journalistenausbildung in der Bundesrepublik und in Österreich zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung ein, in der leisen Hoffnung, Möglichkeiten künftiger Kooperation finden zu können. Alles das konnte nicht verhindern, dass der eigenständige Fortbestand der Sektion immer fragwürdiger wurde. Gegen die Anziehungskraft des Lehrangebots aus dem Westen war kein Kraut gewachsen. Das Vertrauen der Studenten, dass die Leipziger ihnen überzeugend neues Wissen vermitteln könnten, nahm immer mehr ab. Veränderungen waren ihnen zu inkonsequent und zu langsam. Die Direktoren mussten sich einer Vertrauensabstimmung stellen, von dreien blieb einer übrig. Das schwierigste Problem war die Auseinandersetzung der Wissenschaftler mit der Rolle, die ihre Tätigkeit in der Politik der SED gespielt hatte und mit den Überzeugungen, die sie dabei geleitet hatten. In meinem Lehrstuhl habe ich damals den Versuch initiiert, damit zu beginnen. Der unbefriedigende Ausgang dieses Versuchs zeigte, wie schwer es war, eine solche schmerzhafte Selbstbefragung aus dem Stand zu beginnen. Er wurde außerdem, wie zu erwarten, in der Öffentlichkeit kaum akzeptiert. Er erntete Skepsis, auch Hohn und Spott. Der Beschluss der sächsischen Staatsregierung vom Dezember 1990 über die Abwicklung setzte all dem ein Ende. Mit ihm begann der Weg zum heutigen Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft. Das aber war keineswegs ein Wunschkind der damaligen Hochschulpolitik. Dieser vielmehr für die Sektion Journalistik nicht nur, wie bei anderen Fachrichtungen, die Abwicklung vor, sondern darüber hinaus, dass an ihrer Stelle nichts Neues gegründet werden sollte. Den Journalistikstudenten wurde anheimgestellt, sich an andere Fachrichtungen umimmatrikulieren zu lassen oder im Westen ein Journalistikstudium aufzunehmen. Der erste Weg war für die große Masse der Studenten ungangbar, weil in Frage kommende Fachrichtungen selbst der Abwicklung unterlagen. Der zweite, weil einschlägige Einrichtungen im Westen nicht eben auf Zustrom aus dem Osten warteten, ganz abgesehen von Hürden der Aufnahmebedingungen. Die Journalistikstudenten ließen sich das nicht gefallen. Sie traten gemeinsam mit anderen Leipziger Studenten in einen Proteststreik, der sich bis zum Hungerstreik steigerte und weit über Leipzig hinaus großes Aufsehen erregte. Das wirkte. Die sächsische Staatsregierung fühlte sich bei dieser öffentlichen Begleitmusik offenbar unbehaglich. Bildungsminister Hans-Joachim Mayer
lud zu einem Gespräch in Dresden ein, an dem neben einer Abordnung von Studenten auch ich, letzter, nunmehr abgewickelter Direktor der Sektion Journalistik, teilnahm. Als einziger Professor aus dem Westen kam Günter Rager aus Dortmund mit uns, um für den Erhalt des Standorts Leipzig Rückenstärkung zu geben. Seine Argumente sind dem Minister offenkundig gewichtiger erschienen als die unseren. Sie haben ihn zu der Kursänderung bewogen, doch wieder gründen zu lassen. Dass dies kaum Erwartete möglich wurde, ist dem Kampfesmut Leipziger Journalistikstudenten zu verdanken. Damit waren sie, freilich ungebetene, Geburtshelfer des Instituts für Kommunikations- und Medienwissenschaft. Mit der Neugründung trat die Frage auf die Tagesordnung, was an die Stelle des Alten setzen und wie. Und wie verhält man sich zum Leipziger Erbe? Professor Reimers aus München als Gründungsdirektor schwebte eine Einrichtung vor, die mit 5 Lehr- und Forschungsrichtungen breit aufgestellt ist. Die Journalistik sollte ihre Alleinstellung verlieren, nur noch eine der 5 Säulen sein, auf denen die Welt ruhte. Reimers Pläne zielten auf hohe Akzeptanz und starke Wettbewerbsfähigkeit in der Medienwissenschaft und Praxis der alten Bundesrepublik. Sehr anspruchsvoll, zweifellos ein Gewinn für das Fach. Aber ein Gewinn für die Integration des Ostens? Unter diesem Blickwinkel betrachtet, lässt diese Lösung an den Titel eines Romans von Christoph Hein denken. Dieser Roman heißt Landnahme. Unverhofft wurde auf bislang fremdem Territorium ein Stück herrenlos gewordenen akademischen Baulands verfügbar. Um es für die zusammenwachsende Gesellschaft nützlich zu machen, wurde nach mitgebrachten Bauplänen und aus mitgebrachtem Baumaterial von eingewanderten Bauleuten ein neues, zugegeben eindrucksvolles Gebäude errichtet. So wurde der Handlungsraum der etablierten Kommunikations- und Medienwissenschaft erweitert, wurden von ihr hervorgebrachten hoffnungsvollen Talenten neue Perspektiven eröffnet, mit einer Ausnahme Hans-Jörg Stieler, der war ein Ostgewächs. Das Bild der Landnahme wird bestätigt durch das Verhalten zum Erbe der Leipziger Journalistik. Klar war und ist, dass im neuen Haus nichts Platz haben konnte, womit die Unterordnung des Journalismus unter die politisch-ideologische Diktatur der Partei begründet und durchgesetzt worden war. Darin erschöpfte sich das Leipziger Erbe aber nicht. So widersprüchlich das auch immer ist, und diese Widersprüche wären ein eigenes, mehr als abendfüllendes Thema, auch unter diesen Bedingungen entwickelten sich solide, für weitere Arbeit wichtige und fruchtbare Erkenntnisse und Fähigkeiten auf verschiedenen Gebieten. Das waren nach meiner Einschätzung erstens Teile der Geschichte des Journalismus, der proletarischen wie der bürgerlichen Presse, also der ältere Teil der Journalismusgeschichte. Das waren zweitens Ansätze einer Theorie der sozialen Kommunikation, ausgerichtet besonders auf das Austragen von Interessenwidersprüchen bei einer demokratischen Neugestaltung am Osten Deutschlands. Drittens die Methodik der Inhaltsanalyse journalistischer Produkte. Viertens der Sprachgebrauch in der öffentlichen Kommunikation, Stilistik der deutschen Sprache. Fünftens schließlich der journalistische Schaffensprozess, die journalistische Methodik. Wie nun mit diesem Erbe verfahren? Die ersten 3 Gebiete wurden schlicht ignoriert. Aus den letzten beiden wurden Bestandteile in den Lehrprozess übernommen,
die die Vermittlung praktischer Fähigkeiten an die Studenten bereichern konnten. Und mit ihnen kamen einige ehemalige Mitarbeiter der Sektion in das gerade oder zu gründende Institut. Diese Entscheidung von Herrn Reimers ist zu würdigen. Und jeder der Betroffenen wird froh über die Möglichkeit weiterer Arbeit gewesen sein. Das sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, wie beschränkt diese Lösung war. Das auf diese Weise Übernommene wurde nicht als weiter zu verfolgen in der Struktur des Instituts dauerhaft verankert. Allmählicher Renteneintritt der Übernommenen beendete die vorläufige Lösung. Sie blieb eine Episode. Es gab keine, zumindest keine öffentlich wahrnehmbare Analyse des in Leipzig vorgefundenen unter dem Gesichtspunkt, wie es geeignet war, das aus dem Westen mitgebrachte inhaltliche und methodische Arsenal zu bereichern. Nun kann eingewandt werden, dafür gab es ja die Evaluation. Ja, die gab es. Aber sie konnte aus zwei Gründen dieses Defizit nicht beheben. Erstens gestattete sie keine umfassende systematische Analyse, weil in individuellen Gesprächen nur die Ausschnitte zur Sprache kamen, die sich aus der speziellen Tätigkeit des jeweiligen Mitarbeiters ergaben. Zweitens, ohne die Voraussetzung der eben erwähnten Analyse und ohne das Ziel, in der einmaligen historischen Situation des Zusammenwachsens zweier Gesellschaften neue Wege in Inhalt, Methoden und Struktur künftiger Tätigkeit zu bestreiten, konnte die Evaluation nur darauf hinauslaufen, festzustellen, ob und inwieweit der Evaluierte in das aus dem Westen hergebrachte und Gewohnte integrierbar war. Und genau das war die ihr von der herrschenden Politik zugedachte Funktion. Das war unabhängig davon, mit welchen Intentionen der einzelne Evaluator seine Arbeit machte, wie stark sein Bemühen um Unvoreingenommenheit und sein Mitgefühl mit dem Evaluierten auch immer sein mochten. Ich habe keinen Grund, meinem Evaluator Kurt Koschek ein böses Wort hinterher zu rufen. Generell ist festzustellen, mit der Art, wie der Neuanfang in Leipzig gestaltet wurde, befanden sich die Neuleipziger in bester Übereinstimmung mit dem allgemeinen Trend. Die Printmedien der DDR waren in die Hand westdeutscher Großkonzerne gelangt. Der DDR-Rundfunk war geschlossen und in bundesrepublikanische Strukturen überführt. Die Privatisierungswelle in der Wirtschaft war am Rollen, weitaus überwiegend zugunsten westdeutscher Interessenten. Ostdeutsche Hochschulpolitik bedeutete Einordnung in bundesdeutsche Strukturen. Um mögliche Missverständnisse zu vermeiden, will ich ausdrücklich betonen, ich gehe davon aus, dass die an der Gründung in Leipzig Beteiligten in der Überzeugung handelten, damit auch im wohlverstandenen Interesse der ostdeutschen Landsleute das Bestmögliche zu leisten. An dieser Stelle erhebt sich natürlich die Frage, konnte es denn eine Alternative geben? Ich möchte nicht in einen Streit über die in der herrschenden Politik so beliebte Alternativlosigkeit eintreten, sondern nur einiges zu überlegen geben. Als das Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft gegründet wurde, waren in Deutschland gerade zwei Gesellschaften in eins geworfen worden. Zwei Kulturen stießen aufeinander und mussten miteinander zurechtkommen. Zwei Kulturen in der Denk- und Lebensweise der Menschen und der Politik, in der Wirkungsweise der Medien, in der öffentlichen Kommunikation, in der Arbeit der Journalisten. Auch wenn wir das heute natürlich viel besser wissen, war schon damals sichtbar, dass ein schwieriger und langwieriger Prozess des Kennenlernens begonnen hatte,
in dem sich auf beiden Seiten ein Verständnis voneinander und ein Selbstverständnis in der neuen Situation ebenso entwickeln mussten, wie Formen der Diskussion und des Streites, Formen des Umgangs miteinander. Eine große, noch nie dagewesene Herausforderung für Journalisten und andere Medienschaffende, eine ebenso große für die Kommunikations- und Medienwissenschaft. Wie konnten die Medien in diesen Prozess eingreifen? Und wie haben sie es getan? Wie haben sie Menschen auf beiden Seiten ermöglicht, die konfliktreiche gesellschaftliche Situation zu durchschauen und über sie zu rationalem Urteil zu gelangen? Wie haben sie geholfen, einen demokratischen Diskurs auf gleicher Augenhöhe zu entwickeln? Wie haben sie sich zur Politik der in der Bundesrepublik alteingesessenen und der neu etablierten staatlichen Institutionen wie zu den Aktivitäten der Zivilgesellschaft verhalten? Und so weiter und so weiter. Ein riesiges Feld von Aufgaben für die Wissenschaft. Wie kaum an einem anderen Ort bot sich damals in Leipzig die Chance, ein Projekt zu installieren, das sich der Rolle des Journalismus in einer aus bis dahin unvereinbaren Teilen zusammenwachsenden Gesellschaften widmete, das sein Wirken in der Entwicklung des politischen und geistigen Lebens dieser Gesellschaft erkundete und kritisch begleitete und damit zu einer produktiven Kraft in diesem Prozess wie auch in der Entwicklung der Wissenschaft werden konnte. Ein solches Projekt wäre vermutlich ein hervorragendes Alleinstellungsmerkmal des Leipziger Instituts gewesen. Es hätte allerdings nicht im Modus der Landnahme fruchtbar werden können. Es hätte das Zusammenwirken von Wissenschaftlern beiderlei Herkunft erfordert, um Vertrautheit mit den jeweiligen Verhältnissen, um Einschätzung auch aus der jeweiligen Binnenperspektive zu ermöglichen. Ich bin davon überzeugt, dass sich unter den Hinterbliebenen der Sektion Journalistik und darüber hinaus dafür qualifizierte Mitarbeiter gefunden hätten. Und im Übrigen hätte gemeinsame Arbeit die Gelegenheit gegeben, recht schnell und verlässlich zu erkennen, wer welchen Geisteskind ist. Ein solches Projekt ist bekanntlich nicht zustande gekommen, es ist nicht einmal erwogen worden. Das hatte manche Gründe. Einer unter ihnen war nach meiner Auffassung der entscheidende. Es hätte politisch gewollt werden müssen. Wir reden heute über jene Zeit in einer Situation, die ihr in mancher Hinsicht ähnelt und auch Wurzeln in ihr hat. Die Erhaltung und Entwicklung einer demokratischen, zivilisierten öffentlichen Kommunikation ist immer deutlicher zum brennenden, ja existenziellen Thema geworden. Die Gefahren, die ihr drohen, haben auch etwas damit zu tun, wie einst der Vereinigungsprozess verlaufen ist. Wir reden über hier und heute, wenn wir uns an unsere Geschichte erinnern. Vielleicht kann man ja doch aus historischer Erfahrung lernen. Danke. Sehr gut, danke schön. Frau Schüler, Herr Pörschke hat die sehr aktive und gestaltende Rolle der Studierenden in diesem Prozess hervorgehoben. Von außen betrachtet scheint das erstmal ungewöhnlich zu sein. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Nö, so ungewöhnlich war das gar nicht. Also ich habe 89 angefangen, ich habe auch noch, sagen wir, unter dem alten System angefangen. Wir haben mit einer Tabakernte angefangen in Sachsen-Anhalt. Ich wusste gar nicht, wie man Tabak erntet. Ja, das mit großen Blättern, alles auffädeln. Das waren so ein paar Sachen, die man als DDR-Student noch machen musste. Und dann haben wir erstmal ganz normal in Seminargruppen angefangen. 120 Studenten aus allen Teilen der DDR, vom Fernsehen, aus Adlershof, von Radiostationen, von Zeitungen. Ich selber habe in Potsdam mein Volontariat gemacht bei der Märkischen Volksstimme und wurde delegiert. Das war der einzige Weg, um Journalist zu werden in der DDR. Und ich wollte Journalistin werden. Und bin frohen Mutes an die Karl-Marx-Universität gegangen, zum Roten Kloster. Und wir merkten natürlich dann gerade in Leipzig, dass ziemlich viel passiert. Also in Leipzig gab es die Demonstrationen, die haben wir hautnah miterlebt. Und auch unsere Sektion war erstmal etwas, unsere Sektion Journalistik etwas verwirrt. Wir haben Tatsache in unseren Seminargruppen Verbot bekommen, daran teilzunehmen an den Demonstrationen. Wir waren neugierig, wir waren dort und wir haben uns das angeguckt und als wir dann, ach und wir schauten dann alle, weil wir hatten natürlich in den Studentenwohnheimen, wir wohnten fast alle zusammen in einem Studentenwohnheim, alle Journalistikstudenten, wir haben dann immer zusammen Fernsehen geguckt und mit großer Begeisterung die Aktuelle Kamera, die wurde plötzlich eine ganz spannende Nachrichtensendung und wir saßen auch alle da, als verkündet wurde, dass die Mauer aufging und die ersten von uns sind sofort nach dieser Fernsehsendung in ihre alten Trabis gestiegen oder in den Zug und sind nach West-Berlin rüber. Das habe ich nicht gemacht, weil ich an den Umsturz schon oder an den Umsturz, nicht an den Umbruch glaubte. Also ich hatte dann, als die Mauer aufging, keine Angst mehr, dass sich die Geschichte zurückdreht und hatte mir tatsächlich noch eine Woche Zeit gelassen, weil gab ziemlich viel Bewegung bei uns. Wir hatten uns nämlich eigentlich zwei Tage, bevor der Mauerfall war, es war ja auf dem Donnerstag, bereit erklärt, in die Volkswirtschaft zu gehen. Gerade aus Leipzig sind sehr viele Bürger auch in den Westen abgehauen. Es fehlten vor allem Krankenschwestern, es fehlten Busfahrer, es fehlten Straßenbahnfahrer, es fehlten also in vielen Bereichen fehlten Menschen und man ist in die Unis betteln gegangen und wollte ja nicht mal vielleicht Nachtdienst im Krankenhaus machen und so. Und ich hatte nun an diesem Freitag, von Freitag zu Samstag hatte ich einen Nachtdienst im Krankenhaus und da konnte ich nicht nach West-Berlin fahren. Also das sind so ein paar Sachen. Wir waren alle sehr pflichtbewusst und so weiter und merkten aber, da tut sich was und es dauerte auch nicht lange, dass wir geschlossen als 120 Studenten des ersten Semesters in einem der Hörsäle saßen und haben geschlossen abgestimmt, dass wir nicht mit dem alten Lehrplan weiter studieren wollten. Wir hatten da unsere Mündigkeit entdeckt und haben gesagt, okay, wir wissen, ist jetzt alles ganz schwierig und es können nicht 120 Studenten mit den Professoren verhandeln. Also das, was Professor Pörschke geschildert hat, das habe ich tatsächlich so erlebt, das ist so gewesen, dass wir zusammen mit unseren Dozenten, mit unseren Professoren einen neuen Studienplan entwickeln wollten. Und wir haben dann abgestimmt, wir haben, ich weiß nicht wie viele, 10, 15 Leute haben wir gewählt, die zusammen dann in die Kommission mit den Professoren und Studenten gehen. Ich war nicht in dieser Kommission, ich bin in die Volkswirtschaft erstmal gegangen, ich habe Straßenbahnfahrerin gelernt, um dann erstmal die Zeit zu überbrücken. Und wir dachten Tatsache, dass das gar nicht so schnell geht mit dem neuen Studium. Und wir haben aber schon, wir hatten eigentlich gesagt, wir setzen das erste Semester aus, das heißt bis März, 90. Wir haben aber nach den Weihnachtsferien wieder angefangen zu studieren. Ich habe trotzdem meinen Führerschein noch zu Ende gemacht und bin noch anderthalb Jahre Straßenbahn gefahren, aber ich habe weiter studiert, als Studentin bin ich gefahren. Und ich als Studentin erlebte großen Aufbruch. Wir hatten bestimmte Sachen nicht mehr im Unterricht, also den dialektisch-historischen Materialismus wollten wir nicht mehr als eigenes Studienfach haben. Aber wir hätten gerne oder wollten weiter Stilistik haben und wir haben auch gerne Dr. Schlimper bei der, das, was war das, die Presse, Geschichte der Presse weiter gehabt. Also das waren alles so Fächer, wo wir dachten, das ist doch nach wie vor sinnvoll und haben weiter studiert.
Und schwierig wurde es dann für uns alle, als, wie auch Professor Pörsch geschilderte, dann die Briefe aus der Staatskanzlei aus Dresden kamen mit der Abwicklung. Und wir alle fassungslos waren. Also wir konnten es nicht glauben, weil wir uns doch selber erneuert haben, von uns aus erneuert haben. Und dann gab es den großen Streik. Und ich selber habe in dem damaligen Rektoratsgebäude auch genächtigt. Also wir haben es wirklich besetzt. Wir haben gesagt, wir machen das nicht weiter. Und diese breite Öffentlichkeit, die wir da herstellen konnten, lag eigentlich daran, dass wir natürlich alle aus Medien kamen. Also ich selbst habe für die damalige Märkische Volksstimme, die jetzt Märkische Allgemeine heißt, natürlich einen Artikel geschrieben über diesen Protest der Studenten in Leipzig. Und das haben alle anderen gemacht. Das haben die junge Weltvolontäre gemacht und das haben die Radioleute gemacht. Wir haben Radiointerviews gegeben, also wir haben das in die Welt rausgetragen. Wir hatten ja unsere Mündigkeit erstmal wieder erlangt und wir haben sie genutzt. Und ich bin froh, dass das anders geworden ist. Also dass zumindest das Journalistikstudium weitergeführt werden konnte. Wobei viele, ich weiß nicht, wie viele von den 120 Studenten überhaupt zu Ende studiert haben. Ich habe ein paar Kollegen, die auch mit mir angefangen haben, aber also ich kenne die Zahlen nicht. Ich würde sagen, wenn es die Hälfte war, die das zu Ende studiert hat, dann waren es viele. Und ich selber hatte auch zwischendurch aufgegeben und mich an der Freien Universität Berlin beworben, hatte auch meinen Studienplatz und habe den dann aber nicht angetreten, sondern ich habe Tatsache 1994 in Leipzig mein Diplom gemacht. Das heißt, das war für Sie eine Zeit der Ermächtigung oder eine Zeit der Entmündigung? Also erst war es natürlich eine Zeit der Ermächtigung. Also wir durften, was vorhin schon von, ich kenne, wer hat die Einführung? Sie haben die Einführung gelesen. Auch die Journalisten konnten endlich schreiben, was sie wollten. Und wir Studenten konnten auch schreiben, was wir wollten. Und wir konnten mitentscheiden, was wir studieren. Das war natürlich eine große Ermächtigung. Es gab dann wieder einen Rückschlag. Also wir haben natürlich gerne auch zugehört, was die Westprofessoren dann zu sagen hatten, die uns dann als Gastprofessoren geschickt wurden. Und wir hatten durchaus unterschiedliche Erfahrungen gemacht, die auch verletzend waren. Also ich kann mich an ein Beispiel gut erinnern. Ich kenne den Namen nicht mehr, müsste es nochmal, aber ich will auch keinen Namen erzählen, aber bloß als Beispiel. Wir hatten eine Stilistik-Vorlesung. Nee, nicht Stilistik, Statistik. Statistik-Vorlesung. Und das ist nicht das spannendste Thema, aber wir waren neugierig und wir waren wissbegierig und wir saßen alle mucksmäuschenstill im Hörsaal und lauschten einer zugegeben langatmigen und etwas langweiligen Vorlesung eines Westprofessors. Und dann piepte in diese Stille eine Digitaluhr. Und der Dozent oder Professor schaute auf, schaute in die Runde und sagte: Ach, diese Uhren waren bei uns vor 10 Jahren auch mal modern. Und ich ärgere mich bis heute, dass ich nicht aufgestanden bin aus dieser Vorlesung und gesagt habe, Sie können mich mal. Also das haben wir leider auch erlebt. Und dass uns diese Studienmöglichkeit Ende 90 genommen werden sollte, war auch eine große Entmündigung. Und das war schade. War wirklich schade. Ich habe bei einigen Dozenten, die auch zu DDR-Zeiten schon Dozenten waren, auch noch bis 93, 94 noch studiert. Also ich kann mich an Frau Romeike erinnern. Ich weiß nicht, ob Frau Romeike, ob die noch jemand kennt. Das, was sie damals mir beigebracht hat, habe ich immer noch im Kopf. Und das ist eine fundierte journalistische Ausbildung gewesen, die wir auch in Leipzig hatten. Und die meinen Kollegen, die alle dieses Studium durchlaufen sind, immer noch hilft. Also das ist wirklich großes Handwerk auch gewesen, großes Wissen, großes Handwerk. Und es gab diese sozialistischen Vorzeichen, es gab, kann man auch sagen, diese philosophischen Vorzeichen, die anders waren, als man die im Westen gelehrt hat. Aber es war durchaus auch Philosophie, es war Denken, es war das war auch in Frage stellen.
Und ja, letztlich bin ich froh, ich bin auch stolz auf mein Diplom in Leipzig von der Universität Leipzig und ich habe es noch von der Sektion Journalistik, glaube ich, bekommen. Ich glaube, bei mir steht das noch drauf, oder? Ich weiß es nicht. 92 gab es das nicht mehr? Okay, also ich habe jedenfalls mein Diplom. Sehr gut. Und konnte mich damit auch bewerben und bin damit auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelandet. Also es ist kein wertloses Diplom gewesen. Herr Halle, inwieweit waren Sie denn mit diesen philosophischen Vorzeichen noch konfrontiert und wie haben Sie diese Umbruchphase erlebt? Ja, als ich nach Leipzig zum ersten Mal kam, das war Ende des Wintersemesters 92/93, da war eine ganz neue Phase schon im Aufbau begriffen, nämlich die Frage, wie setzt sich und organisiert sich dieses von Reimers ausgedachte Fünf-Säulen-Institut. Wie soll sich das zusammensetzen und mit welchen Inhalten werden diese fünf Säulen quasi gefüllt? Für mich war neu, dass hier, und das war auch der Reiz, nach Leipzig zu kommen, dass hier eine Journalistenausbildung, ich habe das etwas, und da mögen manche auch ähnlich pikiert reagiert haben, wie Sie es gerade erzählt haben. Ich habe das Sinnbild gebraucht, wir versuchen einen Phönix aus der Asche. Und wir meinten mit der Asche natürlich die Abwicklung. Ja? Wir meinten nicht die große Tradition dieses Instituts. Und das waren schon zum Beispiel so, ja, eine Reihe von solchen kleinen Missverständnissen, die gar nicht so einfach waren, wieder auszuräumen, weil wir doch in unterschiedlichen Denk- und Sprachwelten vorab unterwegs gewesen sind. Für mich war auch wichtig, dass ich mit einer ganz anderen Perspektive hierher kam, als Sie es eben natürlich, klar, als Sie es eben nochmals geschildert haben. Das hing damit zusammen, dass wir, also Journalisten, Ausbilder und ein bisschen über Journalistentheorie sich Gedanken machende Wessis von der Bundeszentrale für politische Bildung und von dem Journalistenverband schon seit dem Winter 1990 an zu sozusagen Umschulungskursen, ja, in Medienredaktionen und in Veranstaltungen geholt wurden. Also ich war sozusagen schon ein Jahr lang tingelnd in noch der DDR und dann in den neuen Bundesländern unterwegs und kannte von dort her sehr viele Fragen und auch Probleme, die mit dem Transformationsprozess, um beim heutigen Thema zu bleiben, unmittelbar für die Redakteurinnen und Redakteure in den Medienhäusern mit verbunden waren. Und es war schon interessant zu sehen, dass das Interesse und die Neugier auf das, was sozusagen von den Medien aus der kapitalistisch-demokratisch organisierten Marktwirtschaft herkommen, dass das als deswegen besonders attraktiv erschien, weil es ja zugleich auch ja, eine Presse- und Meinungsäußerungsfreiheit inkludierte, die eben nun ja, diese Gestaltungsmöglichkeiten zu öffnen schien. Was waren denn das für Fragen, die da so viel, die Sie gerade erwähnt haben? Also es waren Fragen, die natürlich mit dem Problem zu tun haben, dass wir sehr gut aus langer Tradition aus der Westseite natürlich sehr gut kannten. Das ist die Frage, was heißt eigentlich für einen Medienproduktionsprozess noch eigentlich Pressefreiheit? Wem gegenüber und für was? Also sowohl die Freiheit von wie auch die Freiheit für. Und da muss man natürlich auch dazu sagen, vielleicht eine Fußnote auch zu dem Titel der Veranstaltung heute Abend. Ich kann gut nachvollziehen, und das war auch von Ihnen zu hören, dass Sie hier in der DDR nun sozusagen die Landnahme, wie Sie es nannten, die Bemächtigung vom Westen her, ja, verstanden haben und darum die Verwestlichung, ja, heißt ja der Titel heute Abend. Aus meiner Sicht ist das aber auch zugleich, also sozusagen von der Bundesrepublik aus gedacht, ist das aber zugleich auch missverständlich. Denn tatsächlich war es ja ein Strukturwandel oder eine radikale Transformation aus einem staatssozialistischen System in ein kapitalistisch-marktwirtschaftliches System. Und das ist egal, ob Westen, Osten, Norden oder Süden.
diese Transformation war das Entscheidende. Und das war eben das Neue für die Journalistinnen und Journalisten in diesen Redaktionen, in diesen Veranstaltungen und eben da von dort her zu Ihrer Frage. Es war, Sie wollten eigentlich erfahren, wie weit kann man, wenn man jetzt einen neuen Medienunternehmer als Verleger hat, muss man nun, wie man es gelernt hatte zu DDR-Zeiten, eigentlich jetzt sozusagen auf der Vollzugsebene das ausführen, gut ausführen, gehaltvoll ausführen, sprachlich, stilistisch, so gut es geht, ausführen, was angesagt ist. Oder kann man sozusagen seiner Subjektivität, die man neu, jetzt als Journalist neu entdeckt hatte, dieser Subjektivität einfach Raum geben und mal schauen, so experimentell, schauen, kann ich das, was ich jetzt hier kommentieren will oder was ich hier zusätzlich noch erzählen möchte, kann ich das einfach so tun, quasi so lange, bis Widerspruch kommt. Also solche Fragen haben die unglaublich beschäftigt und waren auch verständlicherweise erfahrungs- und so gesagt auch ratlos. Also wie definiert sich diese innere Pressefreiheit gegenüber dem Eigentümer, der, um das alte, viel zitierte Wort von Paul Sethe aus den 60er Jahren der Bundesrepublik zu zitieren, der immer sagt, die Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 mächtigen Männern. Ja? Damit meinte er die Verleger, ja? Weil natürlich das eigentumsrechtlich so ist, dass der Verleger hier trotz Tendenzbetrieb und Tendenzschutz hier in den privatwirtschaftlich organisierten Medien quasi das letzte Wort hat, spätestens über die Personalpolitik. Und so kam ich auch nach Leipzig eigentlich mit der Idee, die ich dort schon aufgenommen und versucht habe zu konzeptualisieren, nämlich wie kann man diesen redaktionellen Raum sichern, sodass doch eine Gestaltungsmöglichkeit unter dem Dach des Auftrags des Journalismus, wie er, sagen wir mal, über die einschlägigen, wichtigen Bundesverfassungsgerichtsurteile der 60er Jahre, also Kritik und Kontrolle zu üben, für eine aufgeklärte, ausgeglichene, ausgewogene Berichterstattung zu sorgen. Also all diese Issues, die eigentlich für uns seit den 60er Jahren selbstverständlich geworden waren, wie kann ich die verbinden mit dieser Frage eines redaktionellen Innenraums, der so etwas wie auch eine innere Pressefreiheit zu der äußeren, die, sagen wir mal, jedenfalls in jener Zeit unstrittig galt, dass die äußere Pressefreiheit, wie sie im Grundgesetz festgeschrieben ist, als Abwehrrecht gegenüber dem Staat als weitgehend gesichert galt, also spätestens die einschlägigen Urteile, die auch nochmals das damit verbundene Auskunftsrecht eingefordert hat. Ja, das darf man ja alles nicht vergessen. Das war ja nicht ein Geschenk vom Himmel, ja, sondern es war ja von uns, meiner Generation, über Jahrzehnte erstritten worden als Journalisten. Ja, gerade das Auskunftsrecht, ja, dass Behörden auskunftspflichtig sind, dass das endlich in den Landespressegesetzen festgeschrieben war, das war ein harter Weg. Ja. Also diese Dinge brachten wir mit. Ja. Und das war, wenn Sie so wollen, das Neue und auch das, nachdem wir ausgefragt wurden. Ja, Frau Schüler rutscht auf dem Stuhl hin und her, bitte. Na klar, wollten wir das alles auch wissen. Also mussten wir ja auch, wir wollten uns auch anpassen. Also diese ersten Erlebnisse, die ich geschildert habe mit den sogenannten Westprofessoren, die relativierten sich dann auch. Also wir kriegten dann auch Professoren, die glaubwürdig uns auch wirklich zum Studium führen wollten. Also Professor Pötka, wir haben sehr viel ich habe sehr viel bei ihm studiert, wollte auch promovieren bei ihm. Das hat sich aus unterschiedlichen Gründen noch nicht ergeben und jetzt klappt es, glaube ich, nicht mehr. ich glaube, es klappt nicht mehr. Aber das hat sich dann irgendwann, also ja, ich würde auch so sagen, so das 90, noch Anfang 91 war es relativ kompliziert, die Spreu vom Weizen zu trennen und es sind sicher auch ein paar Glücksritter gekommen. Man hatte dann auch bei uns den Spruch, naja, die im Westen nichts werden, versuchen sie jetzt mal im Osten. Das ist auch gemein, wenn man das ja immer so sagt. Aber ich habe auch gute Erfahrungen gemacht. Also wir haben viel diskutiert und wir haben auch manchmal auch einen Erfahrungsaustausch gepflegt. Also ich kann mich noch gut an diese eine Vorlesung erinnern, als wir über die Sprache des Dritten Reiches gesprochen haben. Und du uns eine Vorlesung hieltest und ich dann sagte, wir haben zwei Studenten, kamen dann nach vorne und sagten,
Naja, sowas hatten wir im Osten aus. Bei uns hieß er nur Viktor Klemperer. Also wir kannten die LTI. Und was hattest du referiert? Sag mal. Ich kannte die LTI auch und ich kannte außerdem noch das Wörterbuch des Unmenschen. Genau, Wörterbuch des Unmenschen, ja. Also dann haben wir zusammen darüber diskutiert, dass es auch in beiden Teilen Deutschlands eine Sensibilisierung für Sprache gab. Also dieses Zusammenwachsen ist dann irgendwann schon passiert. Ja, ich sollte vielleicht auch mal sagen, bevor ich sage, mit welcher Idee oder mit welcher Haltung ich hierher gekommen bin, wer mich überhaupt geschickt hat und wann das war. Ich bin ein bisschen vor Michael Haller hier gewesen am Anfang dieses Wintersemesters 92, 93 und mich hat die evangelische Kirche hierhin geschickt. Ich war Redakteur einer sehr, wie ich nach wie vor finde, sehr wichtigen und schönen, gar nicht theologischen Zeitschrift, sondern einer Zeitschrift, die sich mit Medien und Medienfragen und publizistischen Fragen beschäftigt hat. Und ich habe mich gefreut, dass ich hierher geschickt wurde, weil ich irgendwie neugierig war und weil ich mich für die DDR auch schon immer interessiert hatte. Ich hatte mal eine vierwöchige Reise durch die DDR gemacht in den 70er Jahren mit ein paar Kollegen. Und ich hatte auch noch Verwandte in der DDR zu der Zeit. Und ich habe, als ich Redakteur dieser Zeitschrift wurde, 1986 ein Themenheft Medien in der DDR gemacht. 1986, da schrieben auch Redakteure der Kirchengebietspresse und es war eher ein Heft, was ich weniger mit diesen Lenkungsstrukturen beschäftigte und diesen Lenkungsmechanismen auch beschäftigte sich auch viel mit dem Publikum. Ich kann mich erinnern an einen Titel aus diesem, einen Aufsatztitel in diesem Themenschwerpunkt, der hieß vom Kampf der Medien mit einem widerspenstigen Publikum, so ähnlich. Also dass das Publikum irgendwie auch widerspenstig war, das kam da auch schon vor. Das kam aber übrigens gar nicht so, das war glaube ich das zweite oder dritte Heft, was ich da machte, der zweite oder dritte Themenschwerpunkt. Da fragte mich meine Umgebung da in Frankfurt im Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik, ob das ein Thema sei, das gelohnt sei und ob man das überhaupt machen müsste und so weiter. Ich fand das schon, also ich hatte einfach Interesse und habe mich dann gerne aus Interesse hierher schicken lassen. Die Kirche hatte, wie ich dachte, das Motiv, dass sie sich an diesem Prozess hier, an diesem Wandel, an dieser Restrukturierung beteiligen wollte. Ich habe dann aber aus heutiger Sicht, denke ich, dass sie noch ein anderes Motiv hatte, die Kirche. Ich war denen ein bisschen unbequem geworden und diese Zeitschrift war auch nicht so ganz billig und die wollten mich wahrscheinlich auch auf elegante Weise loswerden, auf Deutsch gesagt. Ist ihnen auch gelungen, nicht? Also sie haben in der Zeit dann diese Zeitschrift auch eingestellt und naja, also gut, aber ich kam aus Interesse und ich wollte eigentlich mal erfahren, was hier geschieht und ich wollte eigentlich nicht jetzt, ich hatte keine programmatischen Ideen, was ich anderen hier beibringen wollte oder so, sondern ich bin ja irgendwie dann doch sowohl Journalist als auch Wissenschaftler, ich wollte mal mit eigenen Augen sehen, wie das hier so abläuft und wollte das erfahren. Und ich hatte durchaus auch die Idee, das, was Hans Pörschke angesprochen hat, dass ich kooperiere mit den Menschen oder zusammenarbeite mit den Kolleginnen und Kollegen, die ich hier treffe. Das habe ich teilweise auch gemacht, aber eigentlich ist es mir dann eher gelungen, als ich in Dortmund war. Ich hätte mich mal entscheiden können, auch hier zu bleiben, aber ich habe mich dann für Dortmund entschieden. Das war Ende 1995. Oder Anfang 1996. Und als ich in Dortmund war, habe ich dann mit Kollegen aus dem Fachbereich, Fachbereich Sprache und Stil, dass die Stilistik, die hier entstanden war, Anfang der 80er Jahre, fortgeschrieben, ergänzt. Wir haben die Leninsche Journalismusideologie
durch eine andere ersetzt, die hoffentlich zutreffender ist. Wir haben Beispiele, die nur aus der DDR kamen, durch westliche Beispiele ersetzt. Wir haben einen genrespezifischen Teil noch dazu geschrieben. Das haben wir zu viert gemacht. Das Buch ist 2000 erschienen im Westdeutschen Verlag, Stilistik für Journalisten. Und wir haben also zwei Kollegen aus Leipzig und ich und ein Mitarbeiter aus Dortmund. Und wir haben dann 2010 nochmal eine zweite Auflage gemacht, das nochmal erweitert, nochmal umgearbeitet und so weiter. Also in diesem Projekt drückt sich vielleicht auch aus, dass es mir schon daran gelegen war, zusammenzuarbeiten. Und meine Beobachtung dieser Evaluation oder diesen Folgen, die diese Evaluation hatte, also einige durften bleiben, die meisten mussten gehen. Ich weiß nicht, ob das so ganz gerecht oder auch, sagen wir mal, sachgerecht war. Nicht nur im moralischen Sinne gerecht, sondern auch sachgerecht. Ich habe dann doch festgestellt, dass es einige wenige gab. Das betrifft nicht Hans-Jörg Stieler, der erwähnt wurde, aber es gab einige andere. Die hatten sehr schnell von Lenin auf Thomas S. Kuhn irgendwie umgeschaltet und durften aber noch eine Zeit lang bleiben. Und es gab andere, bei denen konnte ich auch aus gewissen kleinen Broschüren, die vor 89 erschienen waren, schon sehen, dass die Sorge hatten, dass die DDR vielleicht an zu wenig oder falsch hergestellter Öffentlichkeit leiden könnte. Dazu gehört der hier anwesende Hans Pörschke, bei dem habe ich es bedauert, dass er gehen musste, oder das fand ich sowohl im moralischen als auch im sachlichen Sinne irgendwie ungerecht. Nein, aber ich möchte die Gelegenheit der Atempause nutzen. Ich glaube, dass nicht alle Personen im Publikum wissen, was sich hinter der Evaluation verbirgt. Wie müssen wir uns diesen Prozess denn vorstellen? Wie ging das vor? Das habe ich jetzt nicht alles verstanden, leider. Ich bin dummerweise auch noch schwerhörig. Was war eigentlich die Evaluation? Was war überhaupt die Evaluation? Ich glaube, das können sich nicht alle vorstellen. Es müsste an sein. Einfach reinsprechen. Ja, womit soll man die Evaluation vergleichen? Also nicht mit einer Beichte, obwohl die äußere Konstellation so ähnlich ist. Nein, das waren individuelle Gespräche, die anberaumt wurden, in denen einer, der evaluiert hat, im Auftrage der Universität, des Instituts, wessen auch immer, die Aufgabe hatte, mit dem anderen ein Gespräch herauszubekommen, was der für einer ist, was der getan hat, wie der sich gibt, was man aus ihm heraushören kann, ob er ein nicht nur intelligenter, sondern auch wissenschaftlich befähigter Mensch ist. Das sollte in einem individuellen Gespräch geklärt worden. Das Problem, über das ich vorhin gesprochen habe, ist die Zielrichtung, mit der dieses Gespräch geführt wird. Und ob das der Einzelne so wollte oder nicht, die generelle Zielrichtung war, sozusagen die herauszufinden, die sich in das vom Westen her gewohnte und nunmehr auch für den Osten gültige einpassten. Ich will nicht behaupten, dass da irgendjemand manipuliert worden wäre. Also, ja, vielleicht kann man es auch mit einer Prüfung vergleichen. Das ist also Evaluator war Kurt Koschig. Der hatte das Pech, dass das, was ich ihm vorlegen konnte, in hohem Maße aus sowjetischer Literatur lebte. Und er konnte beim besten Willen mit diesen Sachen nicht anfangen, was ich ihm überhaupt nicht übel nehmen kann.
Und er hat am Ende, kam eine Situation heraus, dass er offenbar keinen Grund sah, dass ich verschwinden soll, aber auch keinen richtigen Grund formulieren konnte, warum ich bleiben soll. Das war für mich eine dann zwiespältige Situation, die da entstanden ist. Meine Entscheidung dann, die beruht nicht auf dem, auf diesem Gespräch. Ich habe die Theorie des Journalismus in Leipzig vertreten. Das war das Ideologischste vom Ideologischen. Ich war im übertragenen Sinne die Spinne im Netz. Ich habe über das geredet und nicht nur müssen, sondern auch wollen, warum es Journalismus gibt aus der Sicht, die damals die herrschende war und die ich geteilt habe. Und da war mir klar, dass damit in einer veränderten Welt nicht anzufangen ist. Mir ist klar geworden, dass ich damit, dass ich dadurch, dass ich das getan habe, zum Untergang der DDR meinen Beitrag geleistet habe. Das war für viele sehr schwer einzusehen, dass die Folgen ihres eigenen Handelns mit sein sollen. So, jetzt, obwohl das vielleicht nicht so anhört, habe ich doch ein Stück Faden verloren. Das ist ja wirklich nicht aufgefallen. Nein, das Problem war für mich, Boden unter die Füße zu kriegen, von dem ich die Fragen beantworten kann, um die ich mich bis dahin bemüht habe, die ich aber nicht zufriedenstellend beantworten konnte. Reimers hat mir ein Jahr Zeit gegeben, noch mit einem Arbeitsvertrag. Kann ich ihm hoch anrechnen, tue ich auch. Aber erstens war nicht die Gelassenheit da, die man in einem Mindestmaß braucht, um Abstand zu finden. Und zweitens, ich habe vielleicht nie wieder in meinem Leben so viel gelesen wie in diesem Jahr, aber es kam immer heraus, ich wollte mich nicht auf den Schoß von Onkel Niklas oder von Onkel Jürgen oder von Onkel Karl setzen, falls jeder weiß, wen ich meine. Die waren ja frisch im Angebot, die Studenten waren zum guten Teil begeistert davon. Ich habe gemerkt, dass ich dort die Erklärung für mich akzeptabel nicht so einfach finde. Hans, und damit hat sich jeder Wunsch, weiterzumachen, als wäre nichts gewesen, hat sich völlig von selbst erledigt. Ich habe mich nicht beworben, aus gutem Grund. Das ist genau das, was ich gerade sagen wollte. Es gab Kollegen, die bei Niklas oder, das können wir ja mal den Nachnamen nennen, also Luhmann oder Karl Popper oder irgendwie so, sehr schnell gelandet waren, fast von einer Woche auf die andere. Das habe ich erlebt auf Tagungen. Da habe ich mir gedacht, naja, eigentlich ein Wissenschaftler sollte schon eine Kontinuität sein. Und was er lange gedacht hat, das kann ja nicht plötzlich verschwinden und einfach durch was anderes ersetzt werden. So qualitativ wertvolle Wissenschaft kann das vielleicht nicht sein. Und bei dir, fand ich, war das nicht so. Und ich würde auch nach wie vor sagen, wir behaupten ja, wir hätten ein pluralistisches Mediensystem. Entschuldigung, Wissenschaftssystem, Mediensystem auch, aber das spielt jetzt keine Rolle, was ich dazu sagen will. Wissenschaftssystem und sagen wir mal marxistische Positionen oder Positionen, die sich auf die Texte beziehen, die sich überhaupt damit auskennen und nochmal sowas auffrischen, das kann man ja heute suchen wie die Stecknadel im Heuhaufen. Also hier sind wir jetzt gerade mal in einem etwas anderen Kontext, aber das ist ja sehr selten geworden. Und da hätte man vielleicht Leute, die das authentisch vertreten können und die das schon länger gedacht haben und länger durchdacht haben, auch was es für reale Gesellschaften bedeutet, die hätte man da vielleicht ganz gut brauchen können, auch heute noch im Wissenschaftssystem. Mal eben auf die Frage der Evaluation zurückzukommen. Das ist sozusagen die inhaltliche Evaluation. Aber daneben gab es ja, das darf man auch nicht ganz vergessen, die sozusagen personalpolitische Überprüfung durch die GAUK-Behörde. Also wie weit waren die Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit verbandelt, um es mal so zu nennen. Und das war für mich schon sehr eindrücklich zu sehen, als in der Zeit noch 92,
dann 93, 94, von einem Tag auf den anderen dieser Mitarbeiter, jene Mitarbeiterin einfach verschwunden war. Ohne irgendeine Information, erst durch genaues Nachfragen, Rückrufe zum Personaldezernat und so weiter, wurde dann mitgeteilt, ja, diese Person ist gegaukt worden, wie man das damals nannte, und dann eben als so belastet, dass sie nicht weiter beschäftigt werden könne. Also so hatten wir auch neben vielen anderen Prozessen in der Anfangsphase auch eine, sagen wir es mal so, eine gewisse Fluktuation auf der Mitarbeiterebene. Aber, und das ist mir ganz wichtig, Herr Pörschke, auch vielleicht um einen etwas anderen Aspekt noch einzubringen, dass wir von 1993 an dieses Erfolgsmodell, so wurde es ja, Diplomstudiengang Journalistik, so haben entwickeln können, dass es ganz wesentlich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken, die wir sozialisiert aus der DDR-Journalistik haben behalten können. Und von denen, wie ich mit Freude gesehen habe, auch einige meiner Kolleginnen und Kollegen hier auch im Publikum sitzen. Ohne diese Zusammenarbeit, die ausgesprochen konstruktiv war und die auch eine enorme Arbeit deswegen bedeutet, weil es ja ein wirklicher Systemwechsel war, der mit einem völlig anderen, auch curricular, auch was Prüfungssysteme betrifft, was Universitätsorganisation betrifft, das sind ja ganz enorme Herausforderungen gewesen, die hier innerhalb kurzer Zeit geleistet werden mussten. Und es ist uns daneben auch noch gelungen, das muss ich doch schon sagen, dass wir gerade über Diplomarbeiten von jungen künftigen Journalistinnen und Journalisten sehr gute Arbeiten über die Aufarbeitung, gerade auch der Schlussphase des DDR-Journalismus und über die Wendejahre hinweg, wie das abgelaufen ist und was schief ging, was unmöglich war, was verhindert wurde, was sich in der Marktwirtschaft nicht hat durchsetzen können, auch gerade die, heute würde man sagen, Start-up-Publizistik der Jahre Ende 89 bis 91, bis dann eben die neuen Machtverhältnisse einigermaßen etabliert waren. Da gibt es auch heute, kann man alle nachlesen, liegen alle in der Universitätsbibliothek, ausgezeichnete Aufarbeitungen von unseren Studierenden und auch eben begleitet mit angeleitet auch eben von den wissenschaftlichen Mitarbeitern an meinem Lehrstuhl. Also so würde ich denken, war da doch sehr viel mehr, nicht nur Bruch, sondern auch zugleich Kontinuität, also gerade Stilistik. Ja, wir haben drei ausgezeichnete Stilistikdozentinnen weiter bei uns haben können und die auch hochgeschätzt im Diplomstudiengang Journalistik diese Stilistik vermittelt haben. Noch ein Wort zur Evaluation. Ich bin gut befreundet mit einem Designprofessor aus Berlin, der die Weltzeituhr erfunden hat. Wir haben sehr viel miteinander gesprochen, wir haben ein Buch zusammengeschrieben und deshalb weiß ich das, wie schmerzhaft das ist, wenn Professoren, die über viele Jahre Studenten unterrichtet haben, wenn die sich einer Prüfung stellen müssen und angezweifelt wird, dass sie eine Lehrbefähigung haben. Wenn Professor Pörschke sagt, er hat das, was er gerne, was er von sich aus hätte lehren wollen, nicht mehr weiterführen können, ist das ja seine Entscheidung, ja, wenn Sie sich da nicht nochmal neu bewerben. Aber wie demütigend das ist für einen Professor, das ist schon krass, muss ich echt sagen. Also mir tun da meine ehemaligen Dozenten wirklich auch leid. Herr Haller hatte gerade zu Recht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Publikum ins Spiel gebracht und das ist der Moment, wo wir die Diskussion gerne öffnen möchten. Herr Krüger steht hier schon mit Mikrofon parat, hier vorne rechts ist eine Meldung und könnten wir vielleicht ein bisschen Licht hinten haben, damit wir die Wortmeldung auch erkennen können. Also ich bin Sachse und stamme aus Sachsen und möchte ein bisschen in diese Diskussion ein bisschen Wasser kippen, um das Mindeste zu sagen, Wasser zu kippen. Mir ist das alles zu nett.
Also ich bin der Ansicht, wenn wir Ostdeutschen es geschafft hätten, 1968 mit den Tschechen zusammen dieses System zu stürzen, dann hätten wir es auch geschafft, mit den Westdeutschen auf Augenhöhe auszukommen. Das System DDR war 1989 kaputt. Es war fertig. Und die 100.000 Leute, die auf der Straße waren, die waren nicht völlig umsonst auf der Straße. Und eins will ich dazu sagen, wenn man vom Roten Kloster, das wird ja fast ironisch oder vielleicht sogar ganz nett gesagt, das war eine Institution, die dafür da war, Propaganda zu erzeugen. Natürlich möglichst geschickt und clever, und da waren sicherlich auch gute Leute dabei, aber es ging vor allem um Propaganda. Und diese Propaganda, darüber kann man auch noch lachen, vor allen Dingen im Abstand, wenn man die Zeitung liest, ist das auch sehr schön. Das hatte aber, wenn man in der DDR lebte, wenn man da einfach etwas dagegen sagte, hatte das sofort Folgen. Man durfte nie studieren und im schlimmsten Fall kam man in den Knast. Das war ein richtig hartes System, und für dieses harte System hat das Rote Kloster die Journalisten geliefert. Das waren aber keine Journalisten, Entschuldigung, das waren keine Journalisten, das waren Propagandisten. Und das muss man so deutlich sagen. Und 1989 stand plötzlich die Bundesrepublik und wir im Osten daraus, was irgendwie Gescheites zu machen. Und da kann ich nur sagen, ja, es war ganz toll. Ich habe mit vielen Leuten im politischen Bereich, mit vielen Westdeutschen sehr gut zusammenarbeiten können. Überhaupt keine Frage, ich habe das immer genossen, weil ich von ihnen viel gelernt habe. Und vielleicht haben die auch einiges von mir gelernt. Ich bin sicher, dass sie einiges von mir gelernt haben. Aber das Rote Kloster und den Journalismus der DDR so zu verniedlichen, wie jetzt an dem Abend geschehen hier, ist eine Sauerei, und vor allen Dingen den Leuten gegenüber, die wirklich gelitten haben, die in den Knast gekommen sind, denen man die Freiheit beraubt hat. Und damit waren die Propagandisten, die in Leipzig hier gelernt haben, mitbeteiligt. Und deshalb, Herr Pörschke, mein Respekt, Sie haben das als Einzige in der Runde auch etwas so benannt. Sie waren die Spinne im Netz tatsächlich und haben das auch erkannt. Und es sind nur wenige Journalisten, die ihr eigenes Tun, ihre eigenen Schweinereien auch wirklich so deutlich benannt haben. Das nur ein kleines Beispiel. Selbstverständlich, Leserbriefe wurden von der Leipziger Volkszeitung postwendend sofort zur Stasi abgegeben. Sofort Leserbriefe, ob mit klaren Namen unterschrieben, wie immer, die gingen sofort zur Stasi und hatten natürlich entsprechende Folgen zur Folge. Und deswegen ist das mit dem Gauken auch für mich verniedlichend. Nein, ich finde, diejenigen, die gespitzelt haben, die mussten zu Recht weggehen, denn es gab sich am System, DDR-System zu beteiligen, okay, da habe ich ein gewisses Verständnis, weil der Kommunismus war wirklich, hatte schon einige Ideen, die auch sogar im Westen ja gelandet sind. Aber zu spitzeln, das musste niemand. Den anderen zu verpfeifen, das musste man nicht. Und andere sind deshalb in den Knast gekommen, und da waren die Journalisten auch mit beteiligt. Und diese Brutalität des DDR-Systems fehlt mir in der Betrachtung komplett. Und diejenigen, die sich Journalisten nannten zu DDR-Zeiten, waren an diesem System beteiligt. Und das muss bitte sehr mal deutlich gesagt werden. 89 ist nicht vom Himmel gefallen. Gesamt Osteuropa ist hinweggefegt worden, zwar durch die Massen, und zwar Leute nicht, die Journalismus machten. Übrigens waren die auch nicht auf der Straße mit. Also Studenten haben hier fast nicht demonstriert in den ersten Montagsdemonstrationen. Und diese Schärfe, diese Brutalität des Systems, an denen die Journalisten mit beteiligt waren, das muss irgendwann auch mal deutlich gesagt werden. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Haben wir so viel über das DDR-System gesagt? Eigentlich relativ wenig, denke ich mal. Also ich will das, ja, aber das war doch jetzt nicht das Thema, oder? Also ich will das ja gar nicht bestreiten. Ich will aber noch mal eine etwas andere Seite schildern. Also dieses Fach Journalistik, über das wir hier sprechen, die Wissenschaft, die den Journalistenberuf begleitet und auf rationale und empirische Füße stellt, das ist in Deutschland ein ganz, ganz zartes Pflänzchen. Sehr jung, Mitte der 70er Jahre entstanden. Kurt Koschig, mein Vorgänger, dein Evaluator, Hans, der war der Gründer in Dortmund. Und dann hat es noch eine Gründung an der Katholischen Universität in Eichstätt gegeben. Und in München hat es sowas gegeben und so. Aber das ist eigentlich in Westdeutschland eher eine Folge von 68.
Ganz anders in den Vereinigten Staaten. Da ist dieses Fach in den 20er Jahren entstanden, weil die amerikanischen Verleger und Chefredakteure sich von der Politik gelöst hatten und entdeckt hatten, dass man mit Fakten und gut erzählten Geschichten mehr Geld verdienen kann. Da steckten durchaus kommerzielle Motive dahinter, aber die wollten auch nicht nur Geld sparen, sondern sie konnten das auch gut begründen, dass dieser Beruf mit einer öffentlichen Aufgabe vielleicht auch in öffentlichen Institutionen eine Ausbildungsgänge hat. An fast allen amerikanischen Universitäten gibt es Journalistikstudiengänge. Und es gibt sowas auch in Russland heute noch, also in der Sowjetunion und dann aber auch im Anschluss in Russland, aus völlig anderen Gründen. Dort, wo die Universität, in Deutschland ist das damals in den 20er Jahren gescheitert, weil die Verleger und Chefredakteure halb Politiker waren und die wollten der Universität nicht die Ausbildung ihrer Leute überlassen. Da hätten die was Falsches lernen können. Und in der Sowjetunion hat es geklappt mit der Gründung dieses Fachs, weil die Universität und die Medien da in einer Hand waren, nämlich der staatstragenden Einheitspartei. Gibt es auch an fast allen russischen Universitäten dieses Fach bis heute. Ich habe hauptsächlich Auslandskontakte in die USA und nach Russland und das ist, glaube ich, kein Zufall. So, davon ist natürlich, und das hat sich dann irgendwie auch auf die DDR übertragen, da hat es noch ein bisschen andere Gründungsmotive gegeben. Michael Mahin, der hier vorne sitzt, der ist dem mal ein bisschen in den letzten Jahren auch systematisch nachgegangen. Da haben Praxisgesichtspunkte auch eine Rolle gespielt. Also das, was Sie sagen, war nicht das Einzige, was zu diesem Fach hier in der DDR geführt hat. So, aber das ist ja, da war ja was übrig geblieben. Da konnte man ja was machen, wenn man dieses Fach wollte. Und ich bin jemand, der das gerne möchte und der das anschieben möchte und der es ganz traurig findet, dass dieses Fach auch bei uns im Moment ziemlich den Bach runtergeht, leider. Wenn man das wollte, dann hatte man hier ja was, das man umwandeln konnte und wo man sich fragen sollte, gab es denn da was, mit dem man was anfangen kann? Und ich denke, in diesem Bereich Sprache und Stil, da gab es sehr viel, was man anfangen konnte. Unsere Stilbücher im Westen, das waren alles subjektive Stilvorlieben einzelner Personen. Und das, was die hier gemacht hatten, das hatte eine sprachwissenschaftliche Grundlage. Man musste allerdings diese Ideologie, diesen Lenin da mit dem womit beginnen und diesen Aufgaben der Journalist, das haben Sie richtig geschildert, da wird gesagt, er soll auch Propagandist und Agitator und kollektiver Organisator sein und so weiter. Damit konnten wir natürlich nicht viel anfangen, aber es gab eine ganze Menge, mit dem man was anfangen konnte, zum Beispiel in der journalistischen Methodik, in den Arbeitsweisen, in dem, was hier so als das Schöpferische bezeichnet wurde, das habe ich auch hier festgestellt, da gab es die Frau Heuer, die das intensiv betrieb. Das war wichtig, wäre auch heute noch für das Fach wichtig und ich fand, davon sollte man in reformierter Form, in überarbeiteter Form auch das bewahren, mit dem man was anfangen konnte. Also da würde ich doch ein paar Einschränkungen machen wollen. Es geht darum, dass man das sind ja nur Etiketten, ja, schöpferisches Arbeiten, Methodologien, das sind Etiketten. Die Frage ist ja, was verbirgt sich dahinter? Und so glaube ich, ist es sehr wohl im Laufe der 90er Jahre uns in der Journalistik gelungen, das tatsächlich sozusagen zu transferieren von dem alten Journalistiksystem zu DDR-Zeiten, entsprechend verändert, weil eben auch die Rolle und das berufliche Selbstverständnis des Journalismus in einer demokratischen, rechtsstaatsorganisierten Gesellschaft nun mal ein anderes ist, es darüber zu transferieren. Es hat keinen Sinn, museale Arbeit zu machen. Und das gilt auch für die Stilistik. Wir haben eine andere Tradition in der Art und Weise, wie journalistische Stilformen sich entwickeln und auch immer weiterentwickeln und nicht eine so stark deduktive, strukturierte, sozusagen germanistische Sicht, sondern wir haben eigentlich in der westlichen Tradition nicht, du hast ja zu Recht auch die USA angesprochen, gerade aus der amerikanischen, angloamerikanischen Welt, auch ein anderes Stilistikverständnis. Und es kommt darauf an, hier Transformationsarbeit zu leisten und nicht museale Arbeit zu leisten. Und ich glaube, das ist uns in den 90er Jahren im Diplomstudium Journalistik relativ gut geglückt, jedenfalls dem Feedback nach zu urteilen, ja? Dass die
Absolventen von uns in der Medienwelt entsprechend anerkannt und als hochqualifiziert galten und gelten. Also gelten heute nicht mehr, würde ich sagen, aber galten. Wir haben noch eine Meldung aus dem Publikum. Meine Frage richtet sich an Herrn Pörschke. Erstmal vielen Dank für Ihren Vortrag und dass Sie... soll ich lauter sprechen? Noch ein bisschen? Achso, ja. Herr Pörschke, meine Frage richtet sich an Sie. Und zwar, Sie haben ja gesprochen davon, dass nach der Wende man eben gucken musste, wie man jetzt auch, also wie man mit den westdeutschen Kollegen und auch von der anderen Seite, wie man jetzt nun miteinander umgehen musste oder wollte. Und mich würde interessieren, also auf westdeutscher Seite haben sich ja durchaus auch Kollegen mit dem mit Publizistik und DDR beschäftigt, zum Beispiel Elisabeth Löckenhoff. Gab es auch schon vor der Wende Austausch mit westdeutschen Kollegen, also gab es da Netzwerke? Und wie ist das nach der Wende verlaufen? Also hat man sie zum Beispiel in die DGPUK, hätte man die ostdeutschen Kollegen da aufgenommen, ohne Widersprüche? Das ist eine Frage, die ich nicht so leicht beantworten kann, was mit meinem persönlichen Werdegang seitdem zu tun hat. Ich bin 1992 hatte ich meinen letzten Arbeitsvertrag an der Universität. Von da an, ich hatte das Glück, nicht wie viele meiner Kollegen, mich irgendwie durchwursteln zu müssen, um weiter zu existieren, weil ich alt genug war. Das ist das Einzige, wofür man nichts kann. Ich rechne mir das also um Himmels Willen nicht als Verdienst an. Ich hatte also diese Sorgen nicht. Und ich habe mich eigentlich, wir haben zunächst versucht, auf den Ruinen der Sektion, wir haben einen Verein gegründet, eine Selbstverständigung unter den, ich sage nochmal, Hinterbliebenen in Gang zu bringen. Das war eine Weile interessant, dann ist es eingeschlafen aus dem einfachen Grund, dass das Leben die Leute in alle Winde zerstreut hat und weil jeder zuerst erstmal sehen musste, wie er das nächste Monatsende erreicht. Das sind ganz banale Gründe, die das mit so. Was die eigentlich schwierigen Fragen anbelangt, also die ideologischen Urgründe, und der Charakter des gesellschaftlichen und politischen Systems und so weiter. Ich habe es vorhin gesagt, ich habe versucht, die Diskussion darüber in Gang zu bringen. Es ist damals, nur kurz gesagt, nicht gelungen. Es ist eine Seite der Sache, die bis heute im Grunde nicht befriedigend aufgearbeitet ist. Unter anderem auch, weil sich sehr wenige Leute damit befassen. Für die meisten, und das nehme ich Ihnen jetzt auch nicht übel, war die Situation so, dass sie das hinter sich lassen konnten. Und dass sie nun in der neuen Welt gelebt, sich zurechtgefunden und ihr Leben gefristet haben, mehr oder weniger erfolgreich. Wenn ich da auch vielleicht noch einen Aspekt dazu sagen darf, die DGPUK, also für diejenigen, die das Kürzel nicht kennen, die Deutsche Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft, ist quasi der Berufsverband, der akademische Berufsverband, der mit Kommunikations- und Medienwissenschaften befassten. Die war in der Zeit 90, 91, 92 noch, ich sage es mal etwas polemisch, fest in der ideologischen Hand der eher, sagen wir mal, neoliberal geprägten Wissenschaftscommunity mit einem ausgeprägten Affront und Abwehr gegenüber das, was aus der ehemaligen DDR in den neuen Bundesländern sozusagen überkommen war. Wir haben das erlebt an einem Beispiel ganz konkret. Herr Tiedtke, ja, wird Ihnen noch was sagen. Ja? Wir wollten, mit wir meine ich einen auch sehr in der DGPUK gut reputierten Kollegen Weichenberg. Weichenberg und ich wollten Herrn Tiedtke, dass er aufgenommen würde in die DGPUK. Das gab
ein Jahr lang Kommissionssitzungen hinter verschlossenen Türen, ob der Herr Tiedtke, der hier auch ein, ja, einige von Ihnen ja, werden sich erinnern, dass er hier gerade wenn ich das richtig gelesen habe, 89, mit einem entsprechenden Auftritt in der Leipziger Volkszeitung, dass er hier eigentlich als ein profilierter, unabhängiger Geist wahrgenommen wurde. Er wurde ein Jahr lang wurde über ihn verhandelt und bis er dann selber gesagt hat, er fände das eigentlich nicht mehr angemessen. Und es war auch nicht leicht, meinen Kollegen, den Sie ja auch kennen, Siegfried Schmidt, als sozusagen Neumitglied in die DGPUK aufnehmen zu lassen, weil auch Tradierungen und Milieus eine Rolle spielen. Also die Tradierung zeigt sich etwa an der Publikationsliste. Ja, was hat denn der publiziert? Und da ist natürlich hier wenn Sie so wollen, Herrschaftsverhalten der westdeutschen Wissenschaftscommunity, die sagt, ja, das ist doch nicht im Sinne unserer Methodologien ernst zu nehmen und so weiter. Also auch diese Art von Abqualifizierung, den aus der DDR kommenden Kolleginnen und Kollegen gegenüber, die natürlich ganz vornehm und ganz so subkutan ja, nur stattfand, aber im Ergebnis immer relativ klar war. Das war ein Spirit in der DGPUK, das muss man einfach mitbedenken, ja, wenn man sich fragt, warum war das so schwierig, den man mitbedenken muss, der damals noch sehr ausgeprägt war, ohne jetzt hier genauer in die Details zu gehen, welche Gruppen das in der DGPUK waren, die so hier hart waren. Das hat sich zum Glück verändert. Ja, vielleicht als kleine Vorbemerkung, worauf Michael Haller anspricht. Ich meine, es ging auch um knallharte Machtfragen. Mein Name ist Steffen Grimberg, ich habe die ganze Geschichte ab 89 sozusagen aus der Dortmunder Perspektive mitbekommen. Ich hatte damals in 89 in Dortmund angefangen am Diplomstudiengang Journalistik, der ja nach dem Leipziger Modell in Anführungsstrichen aufgezogen war im Westen. Also diese Einflüsse gab es schon, das integrierte Volontariat sozusagen als Erfindung der Leipziger, das also eine sehr, sehr enge Verzahnung von theoretisch-wissenschaftlicher Ausbildung und tatsächlicher Praxis erfolgte. Das ging klar aufs Leipziger Konto, was damals keiner wissen durfte. Wir hatten in Dortmund auch das Methodiklehrbuch aus Leipzig. Und deswegen waren dann, ich weiß nicht, Frau Schlüter, ob Sie mit dabei waren, ja schon vor Weihnachten 89 dann auch eine Delegation der Sektion vom Roten Kloster, hat damals übrigens zumindest in Leipzig, glaube ich, keiner mehr gesprochen. Das kam dann nur, weil das Buch von Brigitte Klump mal wieder die Runde machte, dann irgendwann auf. Die standen dann bei uns auf der Matte. Ich muss allerdings auch den Herrn, der vorhin gesprochen hat, natürlich in einem unterstützen und verstehen. Natürlich war die Sektion Journalistik auch ein ganz klares Herrschaftsinstrument. Wir hatten in dieser Delegation, der Typ hat bei mir gepennt, deswegen habe ich das im Nachhinein nachverfolgt, würde ihn auch gerne mal wieder treffen. Das war ein Offizier im besonderen Einsatz der Staatssicherheit, also eine Eube. Das ist nichts ganz Triviales. Und wir sehen ja gerade am Fall Berliner Zeitung, dass diese Problematik auch immer noch sozusagen virulent ist, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Wobei Herr Friedrich nun absolut anderes Kaliber ist als in dem Sinne Hauptamtlicher, der sich sogar für eine Eubetätigkeit hergibt. Und vielleicht auch noch zu der Geschichte, ja klar, Dortmund war ja so ein bisschen der geborene Partner auch für die Evaluation in Leipzig. Nachdem dann allerdings die Wahlen in Sachsen und auch die ersten freien Volkskammerwahlen noch vorher im März 90 so ausgegangen waren, wie sie ausgingen, nämlich dass nicht, wie womit viele ja gerechnet hatten, hier auch die Sozialdemokratie eine entscheidende Kraft würde, sondern dann doch eher eben die CDU, da war es dann das rote Dortmund in Anführungsstrichen aus dem NRW, SPD-regierten NRW, dann logischerweise nicht mehr so in der Lage, in Leipzig Einzug zu halten. Und dann kam es eben Reimers HFF München, ehrenwerte Geschichte und dann eben ein ganz, ganz anderes Modell. Herr Pörschke, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, wir waren damals mit einem anderen Kommilitonen, waren wir im März 90 an der Sektion, haben über Studienarbeiten geschrieben, über den Wandel an der Sektion, auch über den journalistischen Wandel in Leipzig in der DDR insgesamt. Ich kann mich daran erinnern, der letzte Parteisekretär der Sektion übergab uns die Schulungshefte, von denen hier auch einige im Umlauf sind, wie ich gerade gesehen habe, mit den schönen Worten, bitte betreiben Sie keine Leichenfledderei. Also ich glaube, der Sektion war schon relativ klar, was ihr bevorstand, auch wenn wir dann, glaube ich, zumindest aus Dortmunder Sicht alle sehr glücklich waren, dass sie dann eben nicht abgewickelt wurde komplett, sondern dass da
Ob das jetzt mit dem Phönix so ein super Bild ist, Herr Haller, das haben Sie ja gerade selber schon eingeschränkt, dann darauf was Neues aufgebaut werden konnte. Aber ich glaube, das ist eben zweierlei. Ich glaube, es geht eben tatsächlich viel mehr um Machtfragen, um sehr praktische Anwendungsfragen. Ich kann niemandem übel nehmen, der damals sich schnell auf die Seite entweder von Habermas oder von Luhmann geschlagen hat, weil er gemerkt hat, dass man damit sowohl wissenschaftlich als auch, was das persönliche, ja, wie soll ich sagen, Auskommen angeht, dann mehr reüssiert, als wenn man auf den alten Theorien, von denen ja viele, glaube ich, auch nicht wirklich überzeugt waren. Herr Pörschke, absolut no disrespect sozusagen Ihnen gegenüber, aber wir haben da mit vielen Leuten aus dem Mittelbau gesprochen, die uns auch sehr deutlich gemacht haben, was sie sagen und schreiben mussten und wie sie vielleicht tatsächlich wirklich tickten, insbesondere die Praktiker wie Grubitsch oder der von Herrn Haller eben erwähnte Herr Tietje. Und ich denke, dass diese ganze Geschichte so schwierig verlaufen ist und auch so, naja, man mag sagen, ungerecht oder zumindest ungleich, dass also der Westen sich durchgesetzt hat, das liegt dann eben an den Machtverhältnissen und dass es eine Machtfrage war. Und hier waren auf einmal neue Pfründe offen, auch in Leipzig, an einem renommierten Standort, sage ich mal, wo der akademische Nachwuchs, der in Westdeutschland, Herr Pöttger hat darauf hingewiesen, die Journalistik war jetzt nicht ein übermäßig viel betriebenes Fach an verschiedensten Hochschulen, wo man also sozusagen sich Stellen hätte aussuchen können. Da war das natürlich ein gefundenes Fressen. Deswegen hat sich dann der halbe Westen, der gerade sozusagen auf Jobsuche war, nachher hier auch in Leipzig gefunden mit einem, wenn man es heute sich anguckt vielleicht, und damit meine ich niemanden, der auf dem Podium sitzt, aber heutzutage eher tragischen Ausgang. Nein, ich dazu... hatte ich eigentlich auch eher den Eindruck. Ja, ich würde gerne noch eine Bemerkung machen. Wir haben unsere Diskussionsregeln vorab nicht klar gemacht. Daran liegt es wahrscheinlich. Aber wenn Sie mich schon... Also ich würde gerne zur DG Puck noch eine kleine Bemerkung machen. Es wurde noch gemindert durch einen historischen Zufall. Also diese ganze Problematik, die Michael Haller zu Recht geschildert hat, wurde gemildert dadurch, dass im Frühjahr 1989 jemand völlig überraschend zum DG Puck-Vorsitzenden gewählt worden war, ein Jurist aus Hamburg, späterer Bundesverfassungsrichter, Wolfgang Hoffmann-Riem. Das lag aber daran, dass plötzlich jemand aus dieser Riege, die da eher, wie soll ich sagen, also konservativ, wenig liberal, würde ich sagen, agierte, dass der plötzlich sagte, ich... mach das nicht. Der war schon gewählt und dann sagte er, nee, ich nehme die Wahl nicht an. Und dann mussten wir an dem Nachmittag schnell noch jemand anderen finden. Das war Wolfgang Hoffmann-Riem und der ist nun wirklich liberal und der hat dafür gesorgt, dass es zumindest in der DG Puck keinen grundsätzlichen Ausschließungsvorgang gab. Also grundsätzlich, also de facto gab es solche Fälle, wie die, die du geschildert hast, aber grundsätzlich gab es also nicht so einen Ausschlussbeschluss. Also da konnten auch frühere DDR-Kollegen reinkommen konnten. Eine weitere Wortmeldung. Ja, die zarte Pflanze Journalistik war ja immer auch stark von der Praxis. Lauter? Okay. Die war ja immer stark von der Medienpraxis abhängig, also vor allem Verlegern, Rundfunkanstalten. Und deshalb steht die akademische Journalistenausbildung ja immer vor diesem Problem der Integration. Also Dortmunder Modell haben wir jetzt gehört, deswegen wollte ich ganz, ganz praktisch nochmal hören aus der Sicht von den Lehrenden, aber wir haben auch dieses Schlagwort des Delegieren aus der Redaktion gehört, also würde mich einfach interessieren, wie das in Leipzig denn praktisch aussah und funktioniert hat. Also nach der Wende oder nein. Zur Zeit der DDR? Genau, noch in der DDR. Also wie ich schon gesagt habe, es gab eine Journalistenausbildung, die war, wie alles in der DDR, alles zentriert, zentralistisch war. Also es gab eine Journalistenausbildung, die war in Leipzig. Und Tatsache hatte man eine Heimatredaktion, in der man ein Journalistik-Volontariat gemacht hat. Und Journalisten wollen immer was verändern. Also Sie hatten ja gesagt, dass die Journalisten die Systemstützer waren.
Also ich wollte Journalistin werden, da war ich 17 und habe in Potsdam im Märkischen Viertel auf dem Bau gearbeitet. Das mussten wir, da gab es ja die praktische Arbeit und wir mussten 3 Wochen auf dem Bau arbeiten. Und ich habe mich gewundert, dass wir, obwohl wir um 7 angefangen haben, um 9 schon die Bierflaschen aufgemacht wurden und dann erst mal 2 Stunden Pause gemacht waren. Und ich mich darüber wahnsinnig geärgert habe, weil ich gesagt habe, das kann doch wohl nicht sein. Wir wollen doch jetzt endlich dieses 250 Jahre alte holländische Viertel aufbauen. Und wieso weiß das keiner? Darüber muss man doch schreiben. Also das war damals mein Impuls. Also ich glaube, dass im Grunde wird es sicher auch Journalisten gegeben haben, die nur Bewahrer waren. Aber ich kann, also aus meiner Sicht kann ich das nur sagen, ich wollte eigentlich in diesem Falle die Gesellschaft verbessern, den Journalismus, auch in dem Fall erstmal den Sozialismus verbessern, also was verändern, zum Guten tun. Und dass die Journalisten, die durch die Leipziger Journalistenschule hier gegangen sind, dann auch konnten, hat man ja 89 gesehen. Auch die sind alle entfesselt worden. Also ich habe sehr gerne plötzlich 1199 gesehen. Ich habe den DFF verfolgt. Also der Mitteldeutsche Rundfunk ist nicht nur von Westjournalisten aufgebaut worden, sondern es sind auch viele Ostjournalisten aus Berlin, aus Adlershof sind da viele hin. Auch der UAB ist aufgebaut worden. Also dieses journalistische Handwerk, also es ist wirklich auch ein Handwerk, das konnte man in Leipzig gut lernen. Also auch im Westen darf man nicht alles machen. Also das ist so, das tut mir Tatsache leid. Und nee, das ist nicht zum Lachen, das ist schlimm, was Sie geschildert haben, wenn Leserbriefe an die Stasi gegeben wurden und wenn hauptamtliche Stasi-Mitarbeiter unter den Hochschuldozenten oder Hochschulprofessoren waren, dann bin ich auch nicht einverstanden, weil dann, das weiß ich nicht, warum Sie sich dann so entschieden haben, das zu tun, weil es muss ja eine Entscheidung gegeben haben, es gab sicher auch Zwangslagen, das ist dann nicht in Ordnung und das darf dann auch nicht so weitergeführt werden. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass 90% aller Hochschuldozenten Stasi-Mitarbeiter waren, sondern ich habe von denen journalistisches Handwerk gelernt. Ich muss aber noch eins sagen, ich habe das Tatsache des Journalistikstudiums in Leipzig nur abgeschlossen, weil ich mich 2 Semester also im Grunde ein ganzes Jahr am Düne gemacht habe, weil ich bin 2-mal ins Ausland gegangen, weil es war Tatsache, bis auch, ich hab 94 meinen Abschluss gemacht, ich hatte jedes Jahr einen komplett neuen Studienplan, ich wusste, jedes Jahr musste ich mich komplett umstellen, komplett neu einarbeiten, das hat sich, glaube ich, dann irgendwann hatte sich das gelegt. Das war schwer auszuhalten und also ich habe ein halbes Jahr in London bei der BBC gearbeitet und habe meine Diplomarbeit übrigens betreut von einem DDR-Dozenten in Kanada geschrieben. Also es war eine große, große Offenheit. Also man kann nicht alles über einen Kamm scheren, das muss ich auch so sagen. Ich wusste das nicht, dass sogar in Dortmund nach dem Leipziger Ausbildungsmodell versucht wurde, irgendwas aufzubauen. Keine Ahnung. Ach, sehr vereint. Naja, das weiß ich nicht. In beiden Richtungen. In Dortmund wurde was aus Leipzig übernommen, in Leipzig dann später wieder aus Dortmund. Also Kott, die Namen, Hans, du hast genannt. Also du hast sie genannt, den Namen Rager und okay. Koschik, die hatten ja schon dann auch 90, also als die Wende hier gewesen war, haben die ja schon viel aus Dortmund wieder hierher gebracht, aber ursprünglich kam auch eine Menge davon aus Leipzig, der Wende. Also das beste Mischen ist doch das eigentlich das Credo gewesen und da haben wir uns Tatsache hier in Leipzig erstmal ein bisschen was verschenkt. Und das ist damals so gewesen. Manfred. Ja, ich muss mich zunächst mal outen. Ich bin von dem Kollegen Pörschke positiv evaluiert worden, Anfang der 90er Jahre, aber nicht in dem schlechten Sinne, und habe hier eine Gastprofessur gehabt für ein Semester. Und das geht dann auch auf Ihre Wortmeldung ein. Im Westen gab es ja gar keine Marxisten. Die waren nämlich schon längst den Berufsverboten im Westen zum Opfer gefallen.
Ja? Es gab nur so halbe Marxisten wie mich, die sich durchgewurstelt hatten. Und dann kommt jetzt der nächste Widerspruch. Ich war in einem ganz großen Widerspruch. Ich habe mich gefreut, das war ja auch eine Initiative, Pörschke und die, die noch da waren, haben ja eine Ausschau gehalten. Wen könnten wir denn vom Westen, der einigermaßen mit uns auch übereinstimmt und so weiter. Aber dann habe ich das Semester gemacht und unter anderem war der Kollege Mayen bei mir Student und ich habe dann die Erfahrung gemacht, er hatte sich damals nicht zu Wort gemeldet. Jedenfalls, Herr Kollege Mayen, hatten Sie sich gegen mich zu Wort gemeldet damals? Bitte? Ich habe eine schlechte Note bekommen. Ah. War aber gerecht wahrscheinlich. ja, jetzt noch mal ernst. Ich wollte noch ein paar Fakten einbringen. Also, als ich dann lehrte, mein Fach war Kritik der politischen Ökonomie der Medien, also marxistischer Ansatz. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, das wollen die Studis nicht hören. Und ich habe das dann auch sofort verstanden. Denn was sollen Sie damit anfangen? Ja, wenn so ein Verrückter aus dem Westen, ja, der meint, ja, hier ist er jetzt im Paradies, und Ihnen beibringen will, was Marx gesagt hat, weil das, Sie mussten ja auch sehen, die Studis mussten auch sehen, wo sie blieben, gerade in dieser Übergangszeit. Also habe ich da schon mal das ein bisschen zurückgenommen, habe aber doch gehofft, dass Sie irgendwie in Ihrem zukünftigen Leben vielleicht, wenn Sie im Kapitalismus sind, dann antikapitalistisch zumindest werden. Also Sie waren es ja eigentlich vielleicht vorher kurz, ich weiß es nicht. So, damit ich nicht ins Plaudern komme. Fakten waren, dass ich mich dann auch auf eine... Also erstmal war das Faktum, dass ein ganz eigenartiger Typ hier eingesetzt wurde, nämlich der Herr Reimers, der mit Publizistik und Kommunikationswissenschaft überhaupt nichts zu tun hat. Seine einzige Qualität war, dass er aus Bayern kam und konservativ war, und zwar erzkonservativ, ja, war Film- und Fernsehschule. So, dieser Herr Reimers hat ziemlich alles bestimmt. Er musste natürlich noch Berufungskommission zusammensetzen. So, dann war der erste Skandal, für Medienökonomie wurde bewusst keine Professur geschaffen, da wo Karl Bücher doch, ja, erste und alles Mögliche, weil man dann außer mir oder vielleicht noch mein Kollege Zertig wäre damals vielleicht auch noch gekommen, keine Bewerber gehabt hätte, also hätte ich die Professur kriegen müssen. Ja, bin mal so frei, das zu behaupten. Jetzt ging es weiter. Ich hatte noch eine Zusatzqualifikation, nämlich Empiriker. Ich habe bei Nölle Neumann gelernt. Das ist doch was. Ne? So, dann habe ich mich auf die Stelle, die Professur für Empirie beworben. Da gab es so ein ganz seltsames Spiel. Ich war auf Platz 2, weil es auch wenige Empiriker gab im Westen. Ich war ja Mainzer Schule. Ja, ich war qualifiziert. So, da gab dann eine erste Gereihte, war dann aus Landau, die hat dann abgesagt. Und ich war auf Platz 2. Eigentlich hätte ich ja auch schon wieder berufen werden müssen. Ne? Ist doch klar. Ja, geht nach der Liste. War aber nicht. Ja? Sondern sie haben einfach hinter dem Rücken ohne Berufungskommission das neu aufgerollt. Und ein lieber Mainzer Kollege, der wirklich Mainzer Schule war, hat dann diese Stelle bekommen. So, das ist der Punkt. Hier war Politik und hier hat wirklich mit Gewalt unter dem Deckmantel der Wissenschaft wurde hier Politik gemacht und jetzt muss ich noch ein Bekenntnis machen. Ich habe mich teilweise auch geschämt. Ich war eigentlich gezweifelt. Das heißt, ich habe genauso wie alle anderen, habe ich nicht gekämpft, dass die Kollegen weiterhin Kollegen, die alle rausevaluiert wurden. Erstens muss ich das bekennen, gut, dass ich hier noch einen Vorwurf habe, Selbstbezichtigung. Zweitens habe ich mich selbst beworben. Das heißt, ich war genauso einer, der kolonisieren wollte, wie das ja dann auch geschehen wurde. Es wurden ja dann nur Westler berufen, nur vom Westen. Danke.
Wollen Sie antworten? Ich meine, so hat jeder seine Geschichte. Es gibt eben auch viele andere Geschichten in jenen wilden Jahren, 91 bis 93, und auch ganz andere Berufungsverfahren. Und vielleicht muss man schon auch noch berücksichtigen, dass anders als es von Steffen Grimberg vorhin angesprochen wurde, auch zeitgleich an den westdeutschen Universitäten das Fach Kommunikations- und Medienwissenschaften, Journalistik damals boomte. Es war eine Entdeckung, ja, in den Universitäten und Hochschulen, weil man hier auch wieder aus, sagen wir mal, Marktbesetzungsgründen erkannt hat, dass mit dem Medienboom hier auch sehr viele Arbeitsplätze entstehen, für die man entsprechend qualifizierte Hochschulabgänger bereitstellen wollte. Das spielte zweifellos auch eine Rolle. Ich würde, obwohl ich mit ihm nun wirklich nicht das Heu auf der gleichen Bühne habe, doch zu Reimers einen etwas anderen Touch noch dazusetzen. Ich fand das jetzt etwas zu despektierlich. Reimers ist schon ein in der Wolle gefärbter Liberaler und kein Erzkonservativer, wie das jetzt dastand, also hingestellt wurde. Und er hat viele Erwägungen angestellt, wenn ich das von ihm richtig verstanden habe. Ich kam ja erst später dazu, als diese fünf Säulen schon etabliert waren und die Berufung auf die Journalistik, also die Ausschreibung für die Journalistik dann stattfand. Aber es waren schon auch nicht nur machtpolitische, sondern auch andere pragmatische Gründe, die da eine Rolle gespielt haben, die sicher auch mit Präferenzen zu tun haben. Wir haben das ja heute Abend mit der Buchwissenschaft auch gehört. Das sind natürlich auch Dinge, Assets, die zu Leipzig gehören und die auch tradiert sind mit der Bücherstadt Leipzig und auf der anderen Seite eben doch ein überschaubares sozusagen Budget für dieses Institut, von dem aus dann entsprechende Schwerpunkte gesetzt werden mussten. Also das sind schon kompliziertere Prozesse gewesen, die da diese Gruppe rund um Herrn Reimers dann haben bewältigen und zu einem Konzept haben umsetzen müssen. Also ganz so holzschnittartig, auch wenn es immer schön ist, wenn man so ja, schwarz und weiß und das Ganze noch dialektisch dreht, darstellt, aber ganz so war es nicht. Wir hatten hier noch eine Wortmeldung. Ja. Armin Scholl, Universität Münster. Ich möchte noch mal gern an den Herrn aus Sachsen anschließen. Ich glaube, ich bin auch etwas enttäuscht darüber, dass die Runde, glaube ich, die Antworten nicht gegeben hat auf die Fragen, die Sie gestellt haben. Ich habe auch den Eindruck, dass der Sprengstoff, der in der Frage oder in dem Kommentar drin war, gar nicht erkannt wurde. Sie haben nämlich gesagt, dass da zwar Sektion für Journalistik drauf stand, dass aber eigentlich das reine Propaganda war, was gelehrt wurde. Und deswegen möchte ich Ihnen, Herr Pöttger, auch widersprechen. Das, was in den Praxislehrbüchern drinsteht als Handwerkszeug und auch Frau Schüler möchte da widersprechen, heißt noch lange nicht, dass es für Journalismus angewendet wird. Also mit denselben Methoden, mit denen man Journalismus macht, ich spreche vom Handwerkszeug, kann man auch Propaganda, PR oder was auch immer machen. Und dementsprechend würde ich ganz gern noch mal eine Antwort hören auf das, was Sie gesagt haben, nämlich was das eigentlich für eine Art von Ausbildung war, die damals gemacht wurde. Ich vermute, das können am ehesten Sie beantworten. Welche Art von Ausbildung war es denn tatsächlich? Dass es eine Ausbildung war, die Journalisten zu Propagandisten der Politik der SED machen wollte, das steht außer Zweifel. Darüber das Problem fängt dort an, für mich, was das für einen bedeutet, wie der Mensch das versteht. Ich sehe nicht den absoluten Gegensatz zwischen Propaganda und Journalismus, weil ich kaum glauben kann, dass irgendwo in der Welt journalistische Produkte sich frei halten, davon eine Idee zu propagieren, selbst dann, wenn sie der Meinung sind, sie täten das nicht und wollten das gar nicht. Also ich
ich bin sehr dafür, dass alles, was zu verurteilen ist, verurteilt wird, und zwar klar und deutlich. Aber ich bin auch dafür, dass das Leben in seinen wirklichen Widersprüchen betrachtet wird. Es wäre also durchaus möglich, den Gedanken zuzulassen, dass jemand, der an der Sektion Journalistik gelehrt und es ehrlich ernst damit gemeint hat, auch ernstzunehmende Gründe dafür gehabt haben kann, die ihn veranlasst haben, bei der Fahne zu bleiben und möglicherweise auch bis zuletzt. Ich wiederhole nochmal, ich bin nicht dafür, dass irgendetwas unter den Tisch gekehrt wird. Ich bin nur der Auffassung, dass wir uns, und das ist ja nicht bloß in Bezug auf die Journalistik im Moment ein Problem, es ist ja im Moment geradezu Mode geworden, die gering geschätzte Lebensleistung der Ostdeutschen zu beseufzen. Das tun am lautesten nach meinem Empfinden im Augenblick die größten Versäumnisse hinter sich haben in der Geschichte. Es ist ein ganz tiefer Widerspruch, den man erstmal verstehen muss. Das, was zu verurteilen ist, ist gewachsen auf dem Boden einer Organisation, die im Zeichen der Emanzipation angetreten ist. Und zwar nicht als propagandistische Idee, sondern ganz tief empfunden und ernst gemeint. Dass davon nicht so sehr viel übrig geblieben ist, das hat die Geschichte nun gezeigt. Und dennoch wirkt in jedem, der seine Arbeit ernst gemeint hat, der also, wenn er von Wahrheit gesprochen hat, auch Wahrheit gemeint hat, ob er in dem Moment recht hat und das richtig gesehen hat oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Er hat es ernst gemeint damit. Dass dieser Widerspruch ein zutiefst emanzipatorisches Anliegen zu vertreten und das zugleich in einer Form tun zu müssen, die diktatorisch auftritt und handelt, dass dieser Widerspruch im Kopf eines jeden vorhanden ist und wirkt, der es ernst gemeint hat. Und genau dieser Widerspruch ist es auch, der es vielen schwer gemacht hat, aus diesem Gehäuse herauszufinden. Mich hat, solange ich hier für die Theorie des Journalismus zuständig war, im Grunde immer die Frage bewegt, was ist es eigentlich, dass die Gesellschaft oder weshalb die Gesellschaft und die Menschen den Journalismus tatsächlich brauchen? Was muss er der Gesellschaft bieten, damit er diese seine Aufgabe erfüllt? Ich habe zunächst die Antwort darauf gesehen in dem theoretischen Gebäude, das ich vertreten habe. Und ich hatte nicht die Absicht, ein anderes zu vertreten. Dass diese Überzeugung und ich sage auch unverhohlen dieser Glaube sich allmählich relativiert hat, das wird jeder verstehen. Wenn man das hinter sich lassen will, dann kann man das nicht, indem man abschwört einfach. Und indem man sich vornimmt, von nun an ein ganz anderes Leben zu führen, geistig. Das Problem, und darin bestand es für mich, dass man nicht nur zu der Einsicht und der Meinung kommen muss, dass das, was man vertreten hat,
nicht in Ordnung war und dass es anderes, Besseres geben muss. Das Problem bestand für mich darin, dass ich mir selbst und anderen beweisen können muss, wo der Hase im Pfeffer lag. So, und das hat für mich dazu geführt, dass ich eigentlich vom Feld der Journalistik weggekommen bin im Laufe dieser Jahre. Ich bin ein Anhänger Lenins gewesen. Und wer von den Sektionsangehörigen hier ist, der weiß das noch sehr gut, dass ich da als so eine Art, zu Unrecht freilich, als Papst gegolten habe. Ich habe mich erst, oder ich will die Geschichte mal noch anders erzählen. Ich habe eines Tages, bin ich mit dem Anliegen konfrontiert worden, dass für das Wörterbuch, für das historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus, den Artikel Parteipresse zu schreiben. Das war Anfang der 90er Jahre, erste Hälfte der 90er Jahre. In meinem jugendlichen Leichtsinn, der ich mir dachte, wer hat sich mehr mit der Parteipresse beschäftigt als wir, habe ich ohne Bedenken zugesagt. Der Artikel ist im Übrigen bis heute nicht geschrieben. Nachdem ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, bin ich erst dahinter gekommen, wie bescheiden meine eigene Position war. Was von dem, was unter dem liegt, was ich vertreten habe, ich weder kannte, noch mir vorstellen konnte. Ich bin also dahin gekommen, dass ich das erste Mal in meinem Leben dahin gekommen bin, dass ich Lenin tatsächlich gelesen habe in einem Umfang, wie ich das vorher nie gedacht hätte. Und gemerkt habe, dass das Wenige, was wir hatten, das ist noch dazu über Stalin auf uns gekommen, das darf man auch nicht ganz vergessen. Das hatte auch seine Folgerung. Dass das ein schwächlicher Aufguss und in vieler Hinsicht eine Verfälschung war. Ich habe lange gebraucht, um dahinter zu kommen, um es mit einer Formulierung von Wolfgang Ruge zu sagen, einem Historiker der DDR, der die erste große Lenin-Biografie nach der Wende geschrieben hat. Leider viel zu spät. Die Überschrift dieses Buches lautet Lenin, Vorgänger Stalins, Fragezeichen. Es war mühselig über Jahre dahinter zu kommen, dass dort die Wurzeln liegen und worin sie bestehen. Das führt dann allerdings dazu, das ist ein Arbeitsprozess, der die dumme Folge hat, dass er einen in die Einsamkeit führt. Denn welcher vernünftige Mensch wird sich mit solchen weltfernen Dingen freiwillig beschäftigen? Noch dazu, wenn man keine Organisation hinter sich hat, kein Apparat und nichts, wenn man zu Hause sitzt, wie ich heute in der Provinz, und muss versuchen, das zu machen. Das ist ein langer Prozess geistiger Arbeit. Das ist genau der Prozess, der wir heute am allerwenigsten durchlaufen, auch nur in Angriff genommen worden ist. Das ist übrigens, da kommt man auf die Struktur weltanschaulicher, politischer Überzeugung. Ein Problem, ein strukturelles Problem, das nicht nur diese Spielart des Denkens, die der Marxismus-Leninismus dargestellt hat, betrifft, sondern die alle Denksysteme mehr oder weniger betrifft. So, und wer hinter sich selber kommen will, der muss sich auf diesen Weg machen. Und so wild es im Moment zugeht und so viel heutzutage Dinge passieren, die einen das Gruseln lehren können, bin ich doch froh, dass die Umstände, die Widersprüche des Lebens selbst dazu zwingen, sich heute stärker als früher genau damit zu beschäftigen.
Also zum Beispiel aus der Perspektive des früheren DDR-Bürgers zu sprechen. Die Lebensweise, das Denken, die alltägliche Praxis der DDR, in der all der Widersprüchlichkeit nicht nur zu erkennen, sondern auch anzuerkennen, als das, was sie war. Dass sie die Welt war, in der die Menschen gelebt haben und nicht einfach nur ein System, das sich irgendein finsterer Diktator oben ausgedacht hat. Ja, ich bin etwas abgeschlossen. Frau Schüler, im Vorfeld hatten wir auch über die Ausbildung an sich gesprochen und Sie meinten, die eine Hälfte war gut, die hätte man ruhig behalten können und die andere Hälfte, das Einschwören, das konnte weg. Wollen Sie uns da noch reingucken lassen? Ich bin Jahrgang 70, da kann man jetzt sagen, Gnade der späten Geburt, aber auch Gnade des späten Studiums. Also das, was ich dann mitgenommen habe vom Studium, also es gab diese vielen Wandlungen, ist die Eigenverantwortlichkeit eines jeden einzelnen Journalisten. Ich kann kurz was aus meiner Diplomarbeit erzählen. Ich wollte eine Zeit in Kanada verbringen und habe mir darum ein Thema dort gesucht und habe das Deutschlandbild in zwei kanadischen Zeitungen untersucht. Die eine erschien in Montreal, die andere erschien in Toronto und war in einer Zeit, wo es um Rechtsradikalismus in Deutschland ging, also im Grunde flankiert von Mölln und Solingen. Schlimme Sachen, die in Deutschland passiert sind, und habe in beiden Zeitungen denselben Zeitraum analysiert und festgestellt, dass das Deutschlandbild, was geschildert wird, ein ganz anderes ist. Und zwar, dass das davon abhängt, wer das schreibt. Es sind dieselben Ereignisse und die werden ganz anders dargestellt. Und ich habe mich mit diesen Kollegen auseinandergesetzt. Der Kollege vom Toronto Star, heißt Bill Schiller, hat vorher in Südafrika sehr viel über Rassismus berichtet, ist jüdischer Abstammung und auch der Toronto Star ist von einem jüdischen Verleger. Die haben ganz präzise darauf geguckt, was in Deutschland in Sachen Rechtsradikalismus passiert ist. Das kann ich gut verstehen, aber es passierte nichts anderes. Also Deutschland erschien in diesem halben Jahr, was man in Toronto lesen konnte, als ein absolut rechtsradikaler Staat. Und dann habe ich La Presse untersucht, da habe ich mit dem Kollegen dort gesprochen. Er sagt, naja, ich bin Schweizer Abstammung, ich liebe Goethe, ich liebe die deutsche Kultur. Natürlich fahre ich zum SPD-Parteitag nach Deutschland. Ja, ja, es gab auch die Artikel über Mölln und Solingen, ganz schlimm. Aber dieses Bild, was von Deutschland gezeigt hat, war ein anderes, also es war ein differenzierteres. Und ich habe, das war meine Diplomarbeit 1994 abgelegt, und ich wusste, ich bin verdammt nochmal ganz selbst verantwortlich für das, was ich berichte. Also ich selber muss mich immer fragen, ich habe das Privileg, ich darf für viele Leute berichten. Ich bin Fernsehjournalistin beim RBB, ich arbeite für die Berliner Abendschau. Wir haben jeden Tag 300.000 Zuschauer. Und ich bin einfach sehr verantwortlich. Und das habe ich hier auch in der Sektion Journalistik oder nachher am Institut für Journalistik gelernt, dieser Individualismus. Wir haben alle natürlich in dieser Zeit, die eine wahnsinnig spannende Zeit war, also Leipzig war großartig in der Zeit, es baute sich ganz viel auf. Ich habe beim Mitteldeutschen Rundfunk meine ersten Radioerfahrungen gemacht, habe beim Mitteldeutschen Rundfunk ihr ganzes Studium über auch gearbeitet, vorher beim Sachsenradio und so weiter. Also das ist schon eine ganz wichtige, tolle Zeit gewesen. Das Beste von allem mitnehmen, das ist das Wichtigste. Und dass man hier so einvernehmlich miteinander spricht und Bekenntnis und Bedauern und sagen, ja, da ist vielleicht was verloren gegangen, da ist aber vielleicht was auch rübergerettet worden. Das ist doch schon ein Ergebnis 30 Jahre danach. Also ich finde das schon versöhnlich und würde mich freuen, wenn man so miteinander im Gespräch ist, 30 Jahre, nachdem diese Konflikte waren. Frau Schüler, ich danke Ihnen für dieses
wunderbare Schlusswort, denn wir haben jetzt leider den Endpunkt unserer Veranstaltung erreicht. Und uns ist natürlich klar, dass wir hier eher ein Fass aufgemacht haben, das vielleicht hätte schon längst geöffnet werden sollen. Aber auch, dass wir hier nur einen winzigen kleinen Ausschnitt dessen haben beleuchten können. Für alle, die jetzt unmittelbar inspiriert sind und weiter diskutieren wollen, wir ziehen weiter in die Moritz-Bastei, um allen noch die Möglichkeit zu geben, weiterzusprechen, sich weiter auszutauschen, ein oder zwei Kaltgetränke zu sich zu nehmen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Offenheit, für die Diskussion, für Ihr Mitdiskutieren, für Ihr Durchhaltevermögen und wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Vielen Dank.